So, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Stream hier auf diesem Kanal zum Stammtisch, zum Montagsstammtisch. Erstmal wunderschön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss gleich im Hintergrund noch 2, 3, 4 Sachen machen, denn ihr habt ja jetzt die nächsten 3,5 Stunden komplette Werder-Unterhaltung. Zuerst mit dem Stammtisch, heute so bis, ich sag mal, circa 19:45 Pi mal Daumen und dann um 20 Uhr direkt im Anschluss gibt es den nächsten Stream. Der ist auch schon geplant, das heißt, ihr könnt auch schon da drauf gehen. Das Thumb wird da gleich nochmal abgeändert und dann wisst ihr da auch Bescheid. Heute mit Grün-Weiß-Schnack, Benny Grund und einem reinen Werder-Fan, den ihr vielleicht auch schon kennt, genau. Und ja, mit den drei Jungs wird es heute einen Talk um 20 Uhr geben. 90 Minuten lang nochmal reinste Werder-Unterhaltung. Jetzt erstmal der Stammtisch, so wie ihr es gewohnt seid. Das heißt, wie gesagt, es gibt im Prinzip 2 Streams heute. Stammtisch reden wir heute rein um das Hoffenheim-Spiel, Einzelspieler, Duxch-Aussage etc. pp. Und danach in dem Stream reden wir über allgemein, das heißt Werder-Management, Umbruch steht an, wer muss gehen, wer kommt, etc. pp. Wohin geht die Reise für Werder? Bis wohin reicht es für Werder? Das muss man ja auch nochmal sagen. Genau, und all diese Thematiken. Ich hatte eigentlich einen anderen Gast, der ist aber abgesprungen, deswegen gibt es eben, oder deswegen ist heute ein Werder-Fan eingesprungen, der auch schon mal bei so einem Format teilgenommen hatte. Und genau, ja, das war eigentlich alles. So, jetzt ist auch das andere Thumb schon richtig drin, sehe ich gerade, wunderbar. Jetzt sieht es doch hervorragend aus. Klasse. So, okay, das heißt, wir richten alles hier schon mal so weitestgehend ein, dass wir hier gleich den Stammtisch schon mal machen können, bevor es dann eben später in den zweiten Talk sozusagen übergeht. Aber jetzt erstmal der Stammtisch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne alle schon mal ein Däumchen oben da lassen. Gerne ein Abo da lassen, wenn ihr mögt. Und ja, dann starten wir jetzt gleich. Gibt viel zusammen, alleine über Duxch. Genau, richtig. Deswegen sage ich ja, wir starten hier gleich direkt rein. Wir haben eine Menge zu besprechen. Und danach geht es ja weiter. Also ja, lehnt euch zurück. Ich hoffe, ihr habt heute euch nichts vorgenommen. Heute haben wir hier einen sehr, sehr langen, schönen Werder-Stream. So, und da freue ich mich auf die ersten Leute. Ich muss gleich nochmal ganz kurz im Wohnzimmer, aber ich werde euch dann auf dem Ohr haben. Also alles gut. Holgerchen. Hi, Nico, grüß dich. Guten Abend, mein Lieber. Na, alles klar. Dino. Ja, es geht schon wild los, Alter. Seid ihr schon am Diskutieren in der Wartebereich oder was? Da mache ich ja nie, aber die Jungs rasten komplett auseinander. Ja. Perfekt. Moritz auch schon da. Direkt wieder rausgegangen. Macht Scheiße. Bonnie? Yo, guten Abend. Guten Abend. Ich merke schon, heute ist hier richtig, hier ist schon Druck auf dem Kessel, wa? Jimmy? Hier ist schon richtig. Ja. Okay, du bist ja jetzt mal richtig gespannt. Eieiei. Gerd? Chrissy Boy. Erstmal gute Besserung an Chris. Und dann werden wir jetzt gleich direkt anfangen, weil wir also wirklich einiges besprechen heute. Bitte ganz kurz einmal zu Beginn, bei der Einleitung gleich, wenn ihr 1, 2, 3 Sätze zum Spiel sagt, da noch nicht bitte das Duxch-Thema vorwegnehmen. Das machen wir dann nach, sage ich mal, separat. Also wir werden erst über das Spiel sprechen und danach über die Aussage von Duxch, sozusagen chronologisch. Erst das Spiel, dann die Aussage. Genau, und jetzt würde ich sagen, so leise heute, genau, warte, ich mache euch alle mal kurz, so, jetzt muss die Lautstärke bei allen wieder passen, das war noch vom Stream, ich glaube, dass das gleich wieder alles tippitoppi sein müsste. Kurz schon mal die, wie heißt es, die Randinfo, wie gesagt, jetzt startet der Discord, der Stammtisch, ganz normal wie immer. Jeder sagt gleich 1, 2 Sätze zum Spiel. Danach machen wir die Einzelspieler, beziehungsweise auch die Duxch-Aussage. Duxch-Thematik lese ich auch schon im Chat 2, 3 Mal. Und dann um 20 Uhr bis 21.30 Uhr gibt es noch den Nikos Real Talk, nenne ich es jetzt einfach mal, einen weiteren Werder-Stream. Genau, und da mit Benny Grund, Grün-Weiß-Schnack und einem weiteren Werder-Fan. So, das heißt, wir starten jetzt mit Bonnie, Chris, Dino, Gerhard, Jimmy,
Moritz, Holger, in der Reihenfolge könnt ihr direkt loslegen. Ich werde euch am Ohr haben. Ich muss nur noch kurz was aus dem Wohnzimmer holen. Bin gleich sofort wieder da. Aber Borny, schießt schon mal gerne los. Alles klar. Also, kurz zum Spiel. War jetzt nicht alles scheiße, aber wir haben verloren. Richtig scheiße. Der nächste. Ernsthaft? Ja. Okay. Ja, also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt soll ich gleich kriege ich hier richtig an drüber, dass wir verloren haben, denn wir sind ja einfach, wir müssen auch darüber reden, wo wir gerade in der Position sind. Natürlich haben wir die Chance auf Europa und wäre auch geil, wenn man davon träumt und wenn das klappen würde. Aber wir reden ja jetzt ja nicht darum, dass gegen Hoffenheim in unserer aktuellen Situation, und zwar zweites Jahr jetzt nach dem Aufstieg, dass wir da gewinnen müssen und dass wir sagen müssen, wir müssen nach Europa. Deswegen sehe ich es nicht ganz so kritisch, dass wir da jetzt irgendwie verloren haben. Für mich war das Spiel hat auch einiges wieder gezeigt und ja, wo soll ich da anfangen? Das erste, was ich ja auch schon vor 2-3 Wochen gesagt habe, jetzt gleich kommt auch wieder. Ein, zwei Sätze, ne? Ja, das wird niemals passieren, Alter, als wenn ich ein, zwei Sätze mache, ey. Dino kriegt das auch immer länger hin, also. Ich versuche mich kurz zu halten, aber ich zum Beispiel fand, jetzt kriege ich wieder richtig Kontra, Malatini wirklich nicht gut. Und das ist das, was ich auch schon vor Wochen gesagt habe, ich finde ihn ein bisschen zu hoch gelobt. Der ist jung, der hat Potenzial, alles keine Frage. Aber ich finde viele Fehler, viele starke Aktionen, die er hat, die resultieren aus seinen eigenen Fehlern, weil er irgendwie einen Stellungsspielfehler hat, derjenige weggerannt ist und er dann hinterher ist, aber mit seinem Tempo den halt nochmal einholen konnte und ein starkes Tackling setzen konnte. Aber das hat, glaube ich, jetzt mal gezeigt, wenn er gegen einen der besseren Bundesliga-Stürmer spielt, dass er dann doch noch ein bisschen alt aussieht, aber ich sehe da auch Potenzial, also jetzt nicht so, dass ich sage, hoffnungslos oder schlechter Transfer oder so, sondern einfach nicht gut, ja, und sonst, sag ich noch was zu vorne, insgesamt war halt, glaube ich, jeder Stürmer, der gespielt hat, schlecht, also ich fand keinen Stürmer, der auf dem Platz stand, gut, ja, auch die Einwechslung, alle nicht wirklich gut und naja, also ich habe auch, wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, ich habe auch das Gefühl, das resultiert nicht nur von den Stürmern, sondern dass auch aus dem Mittelfeld halt auch wirklich die Schwierigkeiten sind, dass da die Kreativität fehlt, um da halt auch die ordentlichen Bälle nach vorne zu spielen und da wirklich ins letzte Drittel und im 16er reinzukommen. Und das ist, glaube ich, nicht nur die Schuld der Stürmer. Dann gerne der Nächste. Ja, also ich möchte erstmal sagen, diesmal an Duxch habe ich nichts auszusetzen, ähnlich wie Nico das schon beschrieben hat. Eine Partie gemacht, ja, egal. An zweiter Stelle möchte ich einmal Danke sagen. Danke an Leute wie Jimmy und danke an Leute wie Michael Überscheer, die die Meinung zu Ole Werner genauso vertreten wie ich. Danke, dass es noch solche Fans gibt, die das auch so kritisch sehen, weil ich muss auch nach diesem Spiel sagen, du gehst mit einem Nick Woltemade, der auch wirklich, also der kann halt am Ball viel, aber er ist ein absolutes One-Trick-Pony. Er wird falsch eingesetzt und Ole Werner macht konsequent, auch wenn ihr diesen Podcast mit Rondo gesehen habt, wenn er zu wechseln befragt wird und er einfach sagt, ja, ich wechsle eigentlich nur wegen konditionell. Ich finde es crazy und dann gibt es da einfach diese Fanlager oder dieses Fanlager, das auf jede Kritik antwortet mit, ja, aber was wollt ihr denn alle? Wir sind doch Achter und mit diesem Kader und zweites Jahr und pipapo und bla, blo, bli, blub, so. Und nie was erklären, beziehungsweise auch was relativieren. Die Tatsache ist einfach, die Bundesliga ist dieses Jahr so schlecht. Ich glaube, es stand noch nie jemand mit 30 Punkten auf Platz 8 oder 7. Und wenn du in dieser grottenschlechten Performance aller Mannschaften bis auf ein paar, die Möglichkeit hast, nach Europa zu kommen, so, dann musst du diese Gelegenheit beim Schopf ergreifen, egal was es kostet, egal was will. Und Ole Werner ist einfach so ein Typ, Beständigkeit, und dann wird auch, ja, aber er ist ja noch jung. Ja, aber seine Lernkurve ist halt einfach linear. So, der braucht so lange, irgendwas zu machen. Wir sehen einen Skelly Alvaro, der kommt rein. Ja, aber wir haben eine Unterzahl und der war nur offensiv. Ja, Digga, unsere Alternative da ist Jens Day, ein Wühler, der in 10 Jahren kein Tor schießen wird. Skelly Alvaro, auch wenn ich den Jubel ein bisschen beknackt finde, kommt rein, macht direkt eine Bude. Mehr Offensivaktion als Stay in seinem ganzen Leben gezeigt hat. Ein Romano Schmid
muss sich jeden Morgen fragen, warum er überhaupt Bundesliga spielt. Dann wird ein Bittencourt eingewechselt. Also es gibt diesen Basti B-YouTuber, der sagt, Bittencourt muss Startelf spielen und küsst das Trikot hinter. Also es gibt wirklich, du kannst dir nur an die Rübe fassen. So. Natürlich ist es nicht schlimm, dass wir gegen Hoffenheim verlieren, so, aber die Art und Weise, wie von Anfangsformation her bis hin zu diesen ganzen Harakiri-Aktionen, die wir hatten. Wir machen einen guten Spielzug, dann ballert den ein Agu irgendwo auf den Lichtmast. Da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. So, ja? Wir haben uns da gefühlt schon wieder zur Hälfte selbst besiegt, einfach auch wegen Abschlussschwäche. De Mann ist mittlerweile Bejmo 2.0, ja? Kostet 4 Millionen. Und wird rangeführt, dann sagt Chris jetzt, ja, aber der Malatini, Alter, der Malatini steht da das dritte Mal auf dem Bundesliga-Feld und liefert halbwegs ab. Natürlich kann der gegen Bayern nichts ausrichten, so. Aber ich muss einfach sagen, ich glaube hundertprozentig, dass ein anderer Trainer, beispielsweise ein Glasner, sage ich jetzt einfach mal so, aus diesem limitierten Kader deutlich mehr rausholen würde, mit einer höheren Rotation, mit einer Flexibilität, mit nicht solchen Divas wie Marvin, ich weiß, Thema kommt später, die, wo wir alle schon so, oh, der hat den mal ausgewechselt, Wahnsinn und so weiter und so fort. Also nochmal, keine Schande, dass wir gegen Hoffenheim zu Hause verlieren, aber wir spielen 1-1 gegen Darmstadt, das von Augsburg 6-0 auseinandergeklatscht wird. Und ich glaube einfach, also letzte Woche war ja crazy viel Werder-Content, war super geil, dass wir überhaupt in Gesprächen sind und so weiter und dass Ole Werner auch einen Podcast macht, ist auch ein geiler Einblick. Aber für mich war das einfach wirklich der Sargnagel, wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein, du wirst auf deine Wechselart und Weise angesprochen und dann sagst du, du machst das nur wegen konditionell und es geht gar nicht darum, alle kriegen immer, wir liegen 2-0 zur Pause zurück und er wechselt nicht. Er wechselt nicht. Es geht alles für mich auf die Kappe von ohne Werner. Der wird halt bleiben und alles gut. Und die andere Belegschaft ist ja auch dabei mit diesem, ach, es ist doch alles gut, seid mal nicht so kritisch. Und hey, Philipp Rosinski, bitte komm mal in den Podcast, hier in den Discord. Ich habe mich so schlapp gelacht, als Jimmy sich diesen Kommentarkrieg mit dir geliefert hat. Wir stimmen bei Woltemade gegenüber und ein. Ich habe jetzt fertig, bin auch immer noch auf Puls. Gerhard, bitte. Jo, danke, Dino. Aber wie gesagt, Dino, ich habe dir schon recht gegeben damals mit Ole Werner. Ich habe damals schon gesagt, wenn du dich noch dran erinnern kannst, ich hätte letzte Saison mit Ole Werner nicht verlängert, weil er noch ein Jahr Vertrag hat. Er hat die schlechteste Rückrunde aller Zeiten gespielt. Da habe ich schon immer gedacht, ich hätte mit Ole Werner nicht verlängert, wenn der nochmal solche Hinrunde spielt. Nun haben wir uns ja ein bisschen gefangen, aber hätte der ja solche Hinrunde gespielt, und wir hätten jetzt nochmal solche Rückrunde, da hätten wir ganz woanders gestanden. Und dann hätten wir ihn an die Backe, und weil wir kein Geld haben, hätten wir ihn trotzdem entlassen müssen, aber hätten ihn noch bezahlen müssen. So, das habe ich damals schon gesagt. Und ich werde bis heute nicht Ole Werner verstehen, was er da vorhat. Ich sehe keine richtige Spielkultur. So, zum Spiel. Vor die Aufstellung, wo ich die noch nicht wusste, habe ich gesagt, wenn das heute richtig gut läuft und alle sich richtig schön reinhängen, dann holen wir da was, dann holen wir da auch, können wir gegen Hoffenheim, können wir dann auch 3 Punkte holen, weil die spielen auch mal so, wo ich die Aufstellung gesehen habe, vorne mit dem Sturm, da habe ich gedacht, boah, ich bin schon super, super glücklich, wenn wir nur ein Unentschieden holen, ne? Aber das wäre schon verdammt schwer, wer so vorne die Tore schießen. Ne? Weil, so, und für Hoffenheim war es leicht. Da hat der Trainer gesagt, boah, gute Aufstellung. Ne? So, die sehe ich ja auch vorher. Jungs, macht euch keine Gedanken, die beiden Stürmer. Also Konter fangen wir nicht, weil wir sind schneller wie die. Grillisch, du kannst weiter nach vorne gehen, weil die beiden Stürmer sind tierisch langsam. Ne? Da kommt keine Gefahr. Ne? Und genauso ist das Spiel für mich auch gelaufen. Außer der Pfostenschuss und den Kopfball direkt auf den Torwart. Ne? Nicht mehr irgendwie zur Seite oder sonst was, direkt auf den Torwart. Für Torwart, der hat gesagt, danke Duxi für den Rückpass, aber das kann meine Leute auch, aber trotzdem danke, weil gefährlich war der nicht. Ne? Das waren eigentlich die einzigen beiden gefährlichen Sachen von ihm. Ne? Der nächste bitte. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Schlimme ist, dass die
Fehler, die passiert sind in der Defensive, sind ganz klar Strategie- und systemimmanent von Ole Werner ausgehend. Es gab einen konkreten Hinweis auch von Grosso, der ein sehr solides Spiel gemacht hat aus meiner Sicht. Der sagte, ja, wir hatten ein sehr ausgeglichenes Spiel, das ging hin und her und Torabschlüsse und so weiter. An den Statistiken konnte man auch ablesen, von mir ist auch Expected Goals, dass das ein enges Spiel gewesen ist, aber dass ganz bewusst in Kauf genommen wird, dass wir hinten mit der Dreierkette 1:1 stehen. Das heißt, es gibt kein Doppeln, kein Absichern oder sonst etwas. Und da frage ich mich allerdings, wenn man eine neu zusammengestellte Dreierkette hat, die qualitativ nicht ganz auf der Höhe ist, unabhängig davon, ob es jetzt der fehlende Dynamik geschuldet ist von Anthony Jung oder Groß oder der Unerfahrenheit von Malatini. Wenn man sieht, wie Bayer da Dortmund zerschossen hatte auswärts und man sagt dann, wir gehen jetzt 1:1. Und das größte Problem hat er eben nicht im direkten Zweikampf mit Bayer gehabt, sondern vielmehr im Stellungsspiel. Was natürlich immer ein Problem ist, wenn über die andere Seite von Anthony Jung permanent Bebu an die Grundlinie kommt. Wenn man erstmal an der Grundlinie ist, hat der Gegner alle Möglichkeiten. Und dann frage ich mich, warum reagiert man nicht? Warum macht man es nicht so wie Lieberknecht letzte Woche, der nach 20 Minuten, 15 Minuten umgestellt hat auf Viererkette um Jinmas Vorstöße? Die hat nämlich dasselbe Problem wie wir jetzt gegen Hoffenheim mit Bayer. Einfach um den Laden da ein bisschen dicht zu kriegen. Das hat ja gegen uns dann auch funktioniert. Eine ganz einfache Maßnahme, eine ganz kleine Umstellung. Die muss ein Ole Werner einfach im Repertoire haben. Ich fange jetzt gar nicht an zu sagen, warum stellt man das Tandem Jung Agu nicht um? Und sagt denn, wir haben einen Agu, der defensiv ausgerichtet ist und dort seine Stärken hat, so wie Nico das ja auch schon ausgeführt hat. Und wir stellen entweder Jung ein Stück nach vorne oder in der zweiten Halbzeit einen offensiv starken und offensiv gelernten, also Offensivspieler Demont, stelle ich vor Felix Agu. Es sind so Kleinigkeiten, ich muss nicht alles ändern, aber so Kleinigkeiten, um der Mannschaft zu helfen. Oder ich gebe eine Anweisung, auf Doppel-6 umzustellen und Schmied da vorne und die Außen bzw. Stay dann weiter auf rechts kippen zu lassen, damit Weise überhaupt Vorstöße fabrizieren kann. Das Schöne war ja, dass Hoffenheim hatte schwerwiegende Ausfälle. Die Dreierkette war lahm, unbeweglich, hatte Probleme, was man dann später ja auch gesehen hat bei dem einen oder anderen Konter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben aus den Ausfällen bei Hoffenheim und den Defiziten auch individuell in der Abwehr einfach nichts rausgeholt. Ich meine, die haben mit Turmcü in der Doppel-6 gespielt. Ich meine, Stach ist stark. Aber da hinten mit Kabak oder wer das war, mit Brooks, der echt wie eine Bahnschranke da arbeitet und Grätsch und Grilic hinten als Innenverteidiger, da muss man einfach auch mehr bringen. Ich meine, wir waren nicht wirklich schlecht, aber wir waren nicht gut. Und das lag aus meiner Sicht nicht an Duxch, das lag nicht an Woltemade, Schmidt, Stay, Sen oder sonst irgendwem. Es lag wirklich an der taktischen Ausrichtung. Und damit soll es erstmal gut sein. Ja. Moin, auch nochmal von mir. Ja, ich glaube, ganz viel wurde ja schon gesagt bezüglich des Spiels an sich. Ich finde auch, man kann gegen Hoffenheim durchaus verlieren. Die Art und Weise war wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Werder-like, zumindest wie Werder die letzten Wochen so ein bisschen agiert, einfach was so ein bisschen diese Torgefährlichkeit betrifft, wo einfach auch in der letzten Zeit, auch wo wir diese knappen 1-0-Spiele hatten, wo halt einfach auch die Dinger dann mal reingegangen sind, auch wenn es ein ausgeglichenes Spiel war und dann halt hinten nichts mehr passiert ist, aber in letzter Zeit haben wir einfach hinten wieder zu viele Fehler, vor allem individuell. Ich finde die Flügel bei uns derzeit auch, also die beiden Flügelspieler Agu und Weiser, finde ich, sind da derzeit auch gar nicht in Form, leider. Beziehungsweise nicht mehr in Form, wie sie mal waren. Und ja, vorne fehlt halt einfach die Effektivität und dann verlierst du halt auch einfach knapp auswärts in Hoffenheim, was du auch am Ende sicherlich dann mit auch viel Glück, aber vielleicht auch noch ein Unentschieden hättest holen können. Ja? Wo man natürlich wieder sagen muss, Bittencourt, das ist für mich so ein Mysterium. Ich weiß nicht, was er an Bittencourt so crazy findet. So, ich sehe ihn halt gar nicht. Also ich sehe ihn halt auch. Also ich weiß nicht, was er auf der 8 soll. Auf der 8 finde ich, da ist er technisch und abschlusstechnisch einfach zu limitiert.
Auf der 6 wäre er körperlich zwar vielleicht ein bisschen mehr aufgehoben, da fehlt dann aber die Größe. Und also ja, ich weiß nicht. Also ich bin schon gespannt und da geht es ja dann auch nach dem Stammtisch schon drauf. Bei Nico, so die Aussicht, bin ich schon sehr gespannt. Wenn man halt eben so ein paar, ich nenne es mal Altlasten aussortiert, wie eben einen Bittencourt, vielleicht ja auch einen Duxch und dann halt einfach schaut. Aber ja, prinzipiell wollte ich noch einmal sagen, dann kann auch Holger schon. Ich finde es ein bisschen auch die Kritik, ich bin da schon eher so ein bisschen mehr bei Chris und beim Chat, man darf Kritik äußern, auch immer gerne konstruktiv und so weiter und so fort. Ich meine, wir kommen dann auch später noch zu Duxchis Aussage. Ich kann sie verstehen, ehrlich gesagt, weil es ist halt einfach, es ist, du lieferst ab, du gibst dem Verein was, du hast dann halt auch mal schlechte Phasen und so weiter und so fort, aber der Trainer setzt ja trotzdem auf dich, dafür kannst du ja per se nichts, so. Und trotzdem, egal ob du Tore machst, egal ob du schlecht spielst, egal ob du gut spielst, jedes Spiel, auch hier bei uns im Stammtisch, ist ja wirklich nach dem Spiel Duxch immer ein Riesenthema. So, egal ob es jetzt die Aussage war, egal, dann hat er mal einen Elfmeter verschossen, dann war das und dies. Und ich glaube, irgendwann geht dir das halt auch wirklich so auf die Psyche, dass du halt auch irgendwann mal so ein bisschen so, ich fand es auch sehr unreif, was er da gemacht hat, aber dass du halt einfach auch mal austickst. So. Aber gut, kommen wir dann noch dazu. Und genauso auch die Kritik an Ole Werner. Also für manche, ich meine, wir sind auf Platz. Also wir sind, also theoretisch kommt es einem manchmal so vor, wie als könnte man hier quasi auch einen Abstiegstalk machen, als würde man gerade so wie Schalke auf Tabellenplatz 15, 14 rumgurken, 3 Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz und hier wäre die Hölle los. So. Wir haben jetzt unter Ole Werner, hätten wir das Spiel gewonnen, hätten wir 4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen, das gab es auch noch nie. So, ja. Und solche Sachen halt. Und dann wird halt Ole Werner und sein Trainerteam, es ist ja nicht nur Ole Werner, der auch die Spieler einschätzt, der, ne, es ist ja auch sein Co-Trainer, der ganze Trainerstaff, dem wird die jegliche Kompetenz abgesprochen und jegliche taktische Ahnung. So. Das finde ich halt so crazy einfach. Und das kann ich halt ehrlich gesagt nicht verstehen. Kritik, ja, gerne, aber so dieses brutale Drauhauf und dieses so, die haben auch gar keine Ahnung und wie kann das sein und ich würde es ja alles besser machen und ich sehe das von meinem Wohnzimmer zu Hause aus besser. Finde ich halt extrem schwierig, macht mich extrem sauer. Da gibt es auch im Chat sehr viele Beispiele von Leuten, die dann wirklich immer so extrem aggressiv schreiben und ich verstehe das nicht. Weil diese Männer, diese Leute, die wollen nur das Beste für unseren SVW, die haben auch dementsprechend Dinge nachzuweisen und sind nicht so geistig inkompetent, wie sie manchmal auch im Chat und auch hier dargestellt werden. Und ich finde das einfach schrecklich und muss sagen, diese übertriebene Kritik muss ich immer wieder an Robert Enke denken, so. Auch mit Duxchi so. Ich finde das einfach nicht gerechtfertigt, dass sie so extrem ist. Kritisieren, ja, auch er hat scheiße gespielt, die letzten Spiele. Das letzte Spiel war, fand ich gestern ganz gut. Die anderen Spiele waren auch kacke, ja. Aber dann bitte konstruktiv und es liegt nicht nur an einem Spieler, ja. Ja. Leider finden Fußballspieler nicht im Konjunktiv statt. Hätten wir gewonnen, hätten wir ausgewechselt, hätten wir nicht den Pfosten getroffen, hätten wir nicht mitten auf den Torwart geschossen, hätte liegt im Bette. Hätte meine Oma einen Schwanz, wäre es mein Opa und so weiter. Also diese Konjunktive können wir uns schenken. Ich bin mehr so für Fakten und Tatsachen auf dem Feld. Und da wusste ich schon ganz ehrlich, was das Schlimmste war an diesem Spiel, was mir am meisten fertig gemacht hat, wo ich auch echt sauer war, muss ich sagen, wirklich sehr sauer auf dem Spiel. Dass ich die Aufstellung gesehen habe und gewusst habe, wir scheißen rein mit dieser Aufstellung, weil wir einen nicht existenten Sturm haben. Wir haben da vorne einen Duxch und dann Woltemade gegen ein Hoffenheim, ein spielstarkes Hoffenheim, die 90 Minuten umeinander rumspielen können, aber die keine Sturmspitzen sind für mich. Niemals, diese beiden. Die kannst du gerne als hängende Spitze aufstellen, gerne, auch mal als Zehner, okay, aber nicht als Sturmspitzen miteinander, das kann nicht funktionieren. Und oh Wunder, kennen wir. Ole Werner wusste das. Der hat schon zweimal vorher wieder gemacht. Der hat die beiden schon mal aufgestellt. Er hat es gesehen. Und er ist sehenden Auges wieder reingerannt. Dann frage ich mich allen Ernstes, warum macht er das? Da muss ich ganz ehrlich auch mal Kritik äußern. Ganz sachlich, ja, ganz faktisch und auch die Gründe nennen. Aber die muss erlaubt sein. Und die muss ich auch in Ole Werner stellen. So. Das ist Jammern auf hohem Niveau aktuell, was die Punkte betrifft. Okay, wir stehen punktemäßig gut da. Aber wenn ich mir die einzelnen Spiele anschaue, so, kannst du dir echt nur an den Kopf fassen teilweise und überlegen, warum macht dieser Trainer, warum sieht er das nicht? Ne?
Ich fand exemplarisch die Szene, wo er auf der Bank auf seine Uhr schaut, auf der 50. Minute und so überlegt, ist schon 65., kann ich schon wechseln, so, ist schon soweit. Da sehe ich keinen, was Borny schon sagte, was Dino schon sagt. Oder Jimmy, kein intuitives Mal aufs Spiel reagieren. Was braucht meine Mannschaft gerade in diesem Moment? Was fehlt diesem Spiel? Wo hakt es gerade? Was ist das Problem auf dem Feld? Nichts. Ne? Er ist ein guter Trainer, habe ich schon mal gesagt, finde ich, in der Trainingsarbeit. Das sieht man. Das sieht man der Mannschaft an. Da habe ich denkbar schlechtere Mannschaften gesehen unter anderen Trainern. Das kann er meiner Meinung nach sehr gut. Aber in einigen Teilbereichen hat er Defizite, das ist unfassbar. Ne? Ja, hat mich endlich fertig gemacht, ne? Diese Aufstellung gesehen habe und das Spiel, wie gesagt, mit Anlauf gegen die Wand gefahren wurde. Warum mit Anlauf? Weil, wenn du vorne keine Sturmspitzen hast und vorne keine scharfen Messer hast, wo der Gegner mal sich nicht erlauben kann, an der Mittellinie zu parken und hochstehen kann dauerhaft, weil er weiß, sonst brennt das hinten aber Licht da ruckzuck, dann wird der Druck extrem da hinten. Und das hast du gesehen, etc. Hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Das war unfassbar, was der gehalten hat. Irre. Wahnsinn, der Mann. Warum musste er das? Ganz einfach, weil der Druck einfach zu hoch wurde. Ein starkes Hoffenheim. Und was hat Ole Werner gemacht? Nicht. Gar nichts. Keine Reaktion. Auf die Uhr geschaut, wann ist denn die 65. So, und das ist mir eindeutig zu wenig, Leute. Und so kannst du so ein Spiel halt gegen so eine Mannschaft dann auch nicht gewinnen, leider. Obwohl wir fast noch die Chance gehabt hätten, das auf Unentschieden zu stellen, muss man auch mal sehen. Verrückt, ne? Also, da können wir nur etc. Danke sagen, dass du so viel gehalten hast. Ja, ich war bedient nach dem Spiel. Zur Duxch-Aussage kommen wir sicherlich gleich noch. Da habe ich meine eigene Meinung zu. Da muss ich mich wahrscheinlich sehr zusammenreißen wieder, dass ich nichts Falsches sage. Da bin ich ziemlich auf Krawall gebürstet. Nico, du darfst. Ja, erstmal vielen lieben Dank. Ich will einmal kurz reingrätschen, bevor Nico seine Sache macht. Damit Moritz das auch hört, so. Und ja, jede Meinung ist absolut legitim, auch als ich jetzt gerade dieses eine Lager beschrieben habe, so, dass ich halt nicht nachvollziehen kann, aber die haben natürlich auch eine legitime Meinung, ist alles okay. Ich finde, dass keiner von uns eine Kritik anbringt, die unsachlich ist, die ist oftmals mit Feuer vorgetragen, weil wir halt Hardcore-Werder-Fans sind, aber es ist hier niemand beleidigend, es macht hier nie jemand fertig und eine Sache ist mir ganz wichtig. Robert Enkes Schicksal mit Marvin Duxch zu vergleichen, das geht gar nicht. Das ist unterste Schublade. Robert Enke hatte wirklich ganz andere Probleme und die arme, arme Familie, der arme, arme Verein und so weiter und so fort, es hat nichts mit Kritik an Marvin Duxch zu tun. Bitte die Kirche im Dorf. Ich wollte tatsächlich mit einer Sache auch einsteigen. Pass auf, wir machen erstmal so, ich will erstmal auch was zum Spiel sagen. Erstmal finde ich es gut, dass ihr alle natürlich auch offen eure Meinung gesagt habt. Ich bin tatsächlich zumindest bei dem Enke-Vergleich auch bei Dino. Das wäre das gewesen, was ich jetzt auch hätte angesprochen. Da bin ich auch, da sehe ich auch ein es ist eine ganz andere Nummer. Aber ich möchte erstmal was zum Spiel sagen. So, zu Duxch kommen wir ja sowieso gleich auch noch. Und auch eine Sache vorab, die ich auch noch hinweisen will. Natürlich sind hier auch manchmal die Diskussionen, auch im Chat, gibt es ja auch verschiedene Meinungen, mal drunter, mal drüber, mal emotionaler, mal ruhiger, alles dabei. Aber bitte auch gleich, wenn wir in diesen Talk gehen, auch mit Duxch und so weiter, wirklich zuhören und einander ausreden lassen. Ganz wichtig, haben wir in den letzten Wochen auch gut hinbekommen. Ich denke, das kriegen wir heute auch hin. Jetzt zum Spiel. Erstmal muss ich vorweg sagen, Respekt und geil an Anthony Jung. Der ist nämlich nach dem Spiel, meine Frau und meine Mama waren ja da im Stadion, und der ist nochmal komplett rausgekommen zu den Fans und hat sich dann auch an die Bande gestellt und mit denen gequatscht, hat zwar darauf hingewiesen dann auch, was ich absolut legitim finde, dann auch kein Video sozusagen, ne? Also zu den Leuten, da war eine Gruppe von Leuten sozusagen, weiß nicht, ob da irgendwer gefilmt hat oder filmen wollte oder sonst was, ne? Aber meine Frau und meine Mutter sind gerade so runtergegangen,
wollten sich dazustellen und genau, dann haben die halt praktisch ganz offen noch über das Spiel gesprochen. Hat er auch gesagt, er redet praktisch gerade privat, also finde ich super geil erstmal, sowas auch mal mitbekommen zu haben oder jetzt zu wissen, weil manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass bei manchen Spielern dann auch nach direkt irgendwie abgeschalten wird, so, ne? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, zum Spiel selber. Also die erste Halbzeit fand ich, das Problem, fand ich, war, dass wir zum einen unsere eigenen Chancen nicht genutzt haben. Ich fand uns in der ersten Halbzeit überhaupt nicht irgendwie unter die Räder gekommen. Ich fand, wir haben zwei krasse Fehler gemacht. Bei der Ecke ist eigentlich die Zuordnung super. Jeder hat auch einen Mann. Ich habe da eigentlich keinen frei gesehen. Weiser verteidigt das einfach nicht gut gegen Bayer. Da schluckst du das Tor. Super bitter, super ärgerlich. Aber davon ist ja noch ein Spiel nicht verloren, sage ich mal. Beim zweiten Gegentor sieht Malatini natürlich nicht überragend aus, ist klar. Alle rücken auf und Malatini verliert Bayer im Rücken. Bei allen anderen Szenen, fand ich, haben wir eigentlich sogar im Kollektiv zusammen gut funktioniert. Ob es dann ein Zetterer war, der mit seiner Fußabwehr den einen oder anderen richtig krass gefischt hat, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Aber auch ein Malatini, der ein, zwei Laufduelle richtig gut abgelaufen hat, seinen Körper gut reinbekommen hat. Aber auch ein Senne Linien, den ich zum Beispiel extrem stark fand. Also Senne finde ich allgemein seit Wochen extrem stark. Ist eine richtige Konstante geworden. Das freut mich auch brutal, dass wir sowas im Team haben. Ganz erschreckend fand ich, wie wir vorne mit unseren eigenen Chancen umgegangen sind. Zweimal Stay am Anfang, wo ich dachte, ach du Scheiße, Digga, aus 3 Metern, 6 Meter drüber schießen, musst du erstmal hinkriegen. Dann Felix Agu zweimal ein riesen Ding liegen lassen. Dann, und das sage ich jetzt vor der Aussage von Marvin Ducksch, fand ich den in der ersten Halbzeit gar nicht mal so verkehrt. Auch sein Pfostenschuss stark. Ein, zwei offensive Aktionen mit eingeleitet. Also das war gar nicht mal so verkehrt. Problem bei der Geschichte ist halt, dass Ducksch und Woltemade zusammen einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, das haben wir jetzt 1 Million Mal gesehen. Ich glaube, das wird auch noch 2 Millionen Mal der Fall sein. Also das Ergebnis würde immer gleich sein, weil es einfach der viel zu gleiche Spielertyp ist. Also das liegt jetzt weder an Woltemade oder Ducksch per se, sondern einfach diese Kombination von beiden. Aus meiner eigenen Sicht sage ich das jetzt. Für mich ist das ein viel zu gleicher Spielertyp. Du siehst es immer wieder. Die stehen dann da geordnet zusammen und du hast aber niemanden, wo es hingehen kann. Du verlagerst das Spiel dann wieder auf die Außen. Das ist die einzige Lösung dann, die immer wieder gesucht wird. Aber im Zentrum, gerade im schnellen Umschaltmomenten, hast du niemanden, der diese tiefen Läufe anbietet oder die dann auch wirklich durchzieht. Das war halt schade. In der zweiten Halbzeit waren so ein paar Sachen für mich extrem überraschend. Erstmal, als das Skelly Alvero mal 20 Minuten bekommen hat, fand ich erstmal richtig geil. Top. Gleichzeitig muss ich sagen, als ich ihn dann 20 Minuten sehen habe lassen, dachte ich mir nur so, wie kann der erst jetzt 20 Minuten bekommen? Weiß nicht, wie es euch da ging, aber der ist, ich finde den richtig, richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Konnte sich mega auszeichnen, immer anspielbar gewesen, körperlich sowieso präsent. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und dann sein Tor, ach du Scheiße. Also richtig, richtig geile Nummer mit der Hacke. Und das war nicht dieses, es gibt ja auch diese Klassikerspieler, die halten dann das irgendwie so hin oder so. Das war richtig kontrolliert, technisch, glatte 1, muss man einfach wirklich so sagen. Ja, und dann haben wir eigentlich das 2-2 auf dem Schlappen am Ende noch, was mich noch mehr ärgert eigentlich. Leo Bittencourt, 6 Meter vorm Tor, wie man den, also wenigstens aufs Tor, weißt du, das ist so, das, vielleicht ist es dann auch wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte, weil wir zweimal mit Agu nicht den Ball aufs Tor bringen, zweimal mit Stay nicht den Ball aufs Tor bringen, dann Jimmer, der ins Außennetz schießt und dann eben noch Leo Bittencourt, der neben das Tor schießt, dann ist die Menge an Chancen und so weiter schon etwas, wo ich sage, ach du heilige Scheiße, also da musst du auch dann das 2-2 mal machen. Für mich war es eine Situation, wo ich sage, eigentlich ist das ein Spiel gewesen, wo du hättest zeigen können, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Hoffenheim war für mich auf gar keinen Fall der Übergegner. Für mich war Hoffenheim vor allen Dingen die deutlich tempokräftigere Mannschaft. Also Bebu und Bayer haben uns richtig Schwierigkeiten bereitet. Hier muss man trotzdem anmerken, dass wir uns fehlt, also unsere komplette Abwehr fehlt halt im Grunde genommen. Vor allen Dingen fehlt Tempo in unserer Abwehr. Also wenn du da jetzt allein Niklas Stark mit Grosso ausgetauscht hättest, ohne dass Grosso ein schlechtes Spiel gemacht hat, soll es gar nicht heißen, ne? Aber allein tempomäßig wäre das auch nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Oder auch Marco Friedl in den letzten Wochen, der war nämlich auch verdammt stark. Aber
da hat halt einfach defensiv nicht so viel reingespielt. Und bei Stay Wild, wie gesagt, das Blöde, offensiv hat halt kaum stattgefunden. Defensiv war der super, kämpferisch auch top, aber ja, das, da machst du halt da nichts, ne? Ja, das auf jeden Fall erstmal so zum Spiel, zur Durchaussage. Ich denke, dass die sowieso jetzt gleich mit einfließen wird. Also die Aussage per se. Das heißt, wir können gerne jetzt komplett offen drüber reden. Über das Spiel, über die Aussagen davor, danach und so weiter. Alles, was euch beschäftigt, haut's gerne rein. Auch natürlich gerne der Chat und alle gerne auch nochmal einen Daumen nach oben da lassen. So, wer möchte ja anfangen? Ich fange direkt mal an. Wir haben jetzt da länger gewartet, ich war als Zweiter da. Ja, ich finde es schwierig, immer auch dieses zu sagen, was ich halt so ein bisschen jetzt auch gerade eben schon bei dir rausgehört habe, dieses mit Skelly. Ich fand auch nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Jetzt komme ich wieder rüber, als ob ich hier alles madig rede. Und das Tor war auch gut. Aber ich bin auch der Ansicht, dass er halt jetzt teilweise ein bisschen overhyped wird vielleicht, weil er dieses Tor gemacht hat. Aber ganz ehrlich, er hat 15 Minuten gespielt, glaube ich, oder 20. Ich möchte mir jetzt gar kein Urteil raus erlauben, ob der jetzt richtig gut ist oder richtig schlecht. Das ist halt, sie haben 20 Minuten oder sowas von ihm gesehen. Und davon muss man auch noch sagen, war ja, kannst ja auch nicht alles beurteilen. Also muss man auch sagen, bei vielen Situationen war er gar nicht da. Leos Schuss übrigens gerade noch kurz zur Info, der war abgefälscht. Also den hat er schon eher Richtung Tor gebracht, nur der wurde halt dann, da ist noch ein Bein dazwischen gekommen. Deswegen, das kann ich schon verstehen, dass du den... Der ist nicht abgefälscht, ich hab den gerade vor mir. Doch, danach gab es auch Ecke. Und danach gab es keine Ecke. Ja, doch. Nein, danach war Abpfiff. Ja, aber es sollte Leo die Ecke wollte, geben. Nee, Leo hat als einziger da eine Ecke gesehen. Guck auch gerne bei Sportshow gleich parallel. Okay, schau ich mir nachher. Ich habe die Szene gerade drin. 8:24, kannst du einfach drauf gehen. Der schießt den mit dem Außenriss nach rechts weg. Okay, schaue ich mir gerne nochmal an. Ja. Wie gesagt, was ich gesehen habe, dass das abgefälscht war. Ich glaube, das hat er auch, da war aber auch Kommentatoren dort, die das gesagt hatten. Deswegen. Aber ist ja egal. Da waren ja mehrere Schüsse, wo wir sagen müssen, die müssen halt aufs Tor gehen. Auch das, was du eben sagtest, oder du in dem Video sagtest, glaube ich schon, wo Dux den Ball durchlässt und Agu einfach katastrophal, was er da macht mit dem Ball. Also der bringt ihn ja irgendwie 4 Meter übers Tor. Wie gesagt, was ich jetzt zu Skelly das eine war, ich würde ihn nicht overhypen, weil er hat das Tor gemacht, aber insgesamt finde ich, hat man nicht viel von ihm gesehen, weil das halt auch kaum Spielzeit hatte bisher. Das andere ist genau das, wie ich auch mit Malatini sagte, auch da, er wurde, finde ich, ein bisschen overhyped mit dem, weil er das Tor gemacht hat. Er hat auch starke Situationen, aber auch da wiederum, er hat viele Fehler auch selbst verursacht. Also viele starke Situationen hat er den Fehler vorher selbst gemacht. Und das hat man auch in dem Spiel gesehen. Er war auch häufig, hat er seinen Spieler komplett alleine gelassen. Auch die eine Situation, wo er halt komplett wo er Bayer irgendwie, glaube ich, in der Mitte laufen lässt und dann komplett zur anderen Seite sprintet, um da irgendwie versucht, die Flanke zu verhindern. Wo er auch noch in der Nähe war, aber trotzdem auch nicht hingekommen ist. Ich sage nicht, dass er schlecht ist, der wird seinen Weg auch noch machen, aber er hat trotzdem aktuell, finde ich, ein großes Stellungsspielproblem. Wir haben aktuell nur 3 Innenverteidiger, das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, und insgesamt, ich finde auch die Kritik an Ole Werner nicht so ganz so groß berechtigt. Also ja, man darf Kritik natürlich äußern und alles, aber man muss auch wirklich mal sehen, wo wir aktuell stehen. Und wir können ja nicht sagen, die ganzen Siege, die in den letzten Wochen davor jetzt waren, also vor dem, sag ich mal, Heidenheim-Spiel war ja auch der große Hype, dass die alle von der Mannschaft ausgingen, Ole Werner damit gar nichts zu tun hatte. Also da hat er ja auch die Mannschaft eingestellt und ist für die Siege genauso mitverantwortlich wie für die Niederlagen. Deswegen, ich würde gerne was dazu sagen gleich. Ja, könnt ihr gerne jetzt einmal. Deswegen, das finde ich nicht so ganz berechtigt, die Kritik immer da. Also ja. Ich finde das ein super Beispiel, was du über Skelly sagst oder was du auch über Malatini sagst. Ich glaube, keiner, der begeistert davon ist, diese Spieler zu sehen, egal wie viele Minuten, hypt die ins Unermessliche und sagt, das ist unser neuer Diego, Delaney, Heilsbringer und so weiter und so fort. Es geht hier einzig und allein um die Tatsache, dass wir diese Spieler überhaupt mal zu sehen kriegen, weil Werner die sonst nicht bringen würde. Wie lange ist Skelly jetzt schon da? Wir möchten einfach eine höhere Rotation sehen. Es geht doch nicht, wir möchten eine flexible Reagieren auf Gegner oder Spielverläufe sehen. Es ist für mich vollkommen okay, wenn er anfängt mit einer Doppelsechs aus Stay und Linnen. Wenn du dann aber siehst, dass Stay nur wühlt, dann adaptier doch.
dann bring doch einen Spieler rein, der was kann. Niemand sagt, dass Malatini jetzt der neue Gott ist, aber er ist ein 22-jähriger Argentiner, der aus einer kleinen Liga kommt und plötzlich performen muss. Natürlich ist da massives Licht und Schatten, aber es ist nicht so grottenschlecht, wie wir schon andere Spieler gesehen haben, die Leistung bringen mussten dann auf dem Platz sofort. Natürlich, ich verstehe das nicht, dass davon ausgegangen wird, gleich immer so ins Extrem. Nico sagt, boah, mega geil, ich habe Skelly gesehen, der hat ja richtig Feuer gebracht und hat ein Tor gemacht. Das ist, was ich nehme aus der Aussage. Aus der Aussage nehme ich nicht, oh, Skelly muss jetzt immer spielen, das ist unser neuer Superman und so weiter und so fort. Das sagt doch keiner. Es ist genau wie bei der Kritik an Ole Werner. Natürlich, also ich bin wirklich, wir hatten das Jahr 2023, guck dir die Punkteausbeute an, wir hatten die Hinrunde. Natürlich ist er mit uns aufgestiegen, natürlich hat er in der ersten Liga die Klasse gehalten. Das ist alles super. Aber wo setze ich meine Ansprüche an? Setze ich die ganz, ganz unten an und sage so, ja, Gott sei Dank sind wir 13. geworden diese Saison? Oder sage ich, Alter, wir sind in einer ganz, ganz geilen Bundesliga-Saison, die geil ist, weil die anderen Mannschaften sau schlecht sind. Und wir deswegen mit 30 Punkten gefühlt schon nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn dann die Möglichkeit besteht, Darmstadt zu schlagen, Hoffenheim zu schlagen, um vielleicht auf den 7. zu klettern, dann versuch doch alles in die Waagschale zu werfen, was geht. Und wenn du dann 2-0 hinten liegst bei Hoffenheim, dann wechsel doch zur Pause. Und dann kommt ein Skelly rauf und der bringt einfach gefühlt offensiv, man kann wieder sagen, ja, wir haben Unterzahl, bla bla bla, aber den Eindruck, den ich als laienhafter Fan, der ihn nicht im Training sieht, in den 20 Minuten gekriegt habe, war geil. Das war ein geiler Spieler, der Power reingebracht hat. Dann bring den doch in der Rotation. Das ist das Einzige, was die Leute verlangen. Die verlangen nicht, dreh alles um, sondern mach mehr, versuch mehr. That's it. Ja, also wenn ich da nochmal ganz kurz, Chris, du kannst sofort, ich wollte nochmal ganz kurz einhaken, weil ich das vorhin mit dem Robert Enker nochmal ganz kurz nochmal was dazu sagen wollte. Das war natürlich nicht so gemeint, dass man das vergleichen kann. Ne? Das war einfach nur eine Sache, von wegen, man merkt ja auch, wie es ihn beschäftigt, anhand seiner Jubel, anhand seiner Interviews nach den Spielen und so weiter, dass es ja durchaus auch bei ihm einen sehr hohen Stellenwert hat, was andere über ihn sagen. Das kann man so oder so sehen, aber das wollte ich nur nochmal sagen, man kann nicht in den Menschen reingucken, man weiß nicht, wie es in ihm aussieht. Na, das wollte ich nochmal sagen. Und prinzipiell, ja, ich finde, das ist ein bisschen so in beide Richtungen einfach. Man darf nicht, oder es ist halt immer leicht, ich meine, ich fand Alvero auch geil, wie er gespielt hat, so das Tor war mega geil, so. Ich meine, solche Tore kann bei uns im Kader eigentlich nur Weiser, so muss man ja ehrlich sagen. Und ist halt, man darf halt nicht, ne, einerseits dieses so overhypen, dieses, oh, Skelly muss jetzt immer Stammelf spielen, weil er ist ja ausgeliehen und sofort und rein, aber halt auch nicht dieses so, ja, ne, dieses total Negative. Ich bin da tatsächlich auch mal ganz bei Dino. Ich würde mir da auch von Ole einfach mal mehr Rotation wünschen, beziehungsweise einfach auch mal ein paar mehr neue Impacte, statt immer so auf das etablierte Personal zu setzen. Auch vielleicht auch Duxch mal aus dem ganzen Feuer ein bisschen rauszunehmen und einfach wirklich mal wieder, wie im Bayern-Spiel, Woltemade und Jin mal starten lassen. Und dann kannst du ja später immer noch einen Duxchi vielleicht auch für die 10 oder so bringen. Genau. Ich glaube, das Hauptproblem ist bei Duxch ganz einfach, wie sage ich das jetzt, dass der in so einer Art Parallelwelt lebt. Der kriegt so Leistung vorgegaukelt, die er eigentlich selber gar nicht bringt. Wird der Nationalspieler zu dem hochgejubelt, habe ich nie gesehen und glaube ich auch kaum ein anderer, dass der ins Nationalteam gehört. Dafür hält er sich jetzt aber auch und er wird einfach überfrachtet mit Sachen, finde ich auch von Ole. Das tut ihm nicht gut. Er schießt jeden Standard, soll der Heilsbringer sein, das kann er nicht. Das ist nicht seine Rolle im Team. Na, er kann mal einen schönen Freistoß schießen, er hat mal eine blitzsaubere Aktion, so eine OH-Aktion, so ein YouTube-Video. Das ist so Duxch, ne? Aber es ist nicht derjenige, der so der absolute Go-To-Guy ist, wo du drauf bauen kannst. Das ist kein Duxch. Das ist ja, er aber nicht. Ne? Lass mich bitte auch mal ausreden. Nicht ja, aber. Nee, ich wollte dir noch was sagen, wenn ich darf. Und deswegen, das ist ein Hauptproblem bei Duxch und das beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Ich bin der Meinung, der ist sehr sensibel, der junge Mann. Der braucht so ein bisschen auch Streicheleinheiten, aber er muss auch verstehen, dass Kritik angebracht ist und auch nicht immer böse gemeint ist, sondern man sagt das ja auch, weil man es gut mit dem Spieler meint, weil man Sachen sieht bei ihm ganz einfach, die noch sehr, sehr verbesserungswürdig sind. Sein Zweikampfverhalten,
Seine Körpersprache, das weiß er selber auch, aber er sagt dann, ja, ich sehe das selber auch, aber im Grunde genommen passiert nichts bei ihm so. Und er ist in so einer kleinen Falle selbst gefangen auch, finde ich. Das ist schlecht, das ist schlimm für ihn, schade, das tut mir sehr, sehr leid, für Dux wirklich auch. Aber so leid es mir wirklich tut, ich denke da komplett an die Mannschaft. Und wenn jemand eben über so einen langen Zeitraum keine Leistung bringt, dann kannst du als Trainer dann leider keine Extrawürste. Wenn du das machst und dann noch ein Interview gibst mit Rondo und so weiter, das du noch begründest dann noch, dann kriegt er den Eindruck, ja, ich kann mir hier, wenn ich ein bisschen rumweine und auf die Tränendrüse drücke, dann habe ich hier Sonderrechte. Dann kann man auch auf die Idee kommen an Ducks Stelle, dass Ole Werner sich auch beeinflussen lässt von anderer Seite, von Medien und Fans und ihn dann runternimmt. Das Interview nach dem Spiel. Ne? Und das spricht für mich Bände, wie gesagt, dass er das sagt. So in beide Richtungen. Ne? Wir sagen ja. Allerdings, du sagst es jetzt, er ist nicht der Heilsbringer oder soll, wird er, also, er wird vielleicht davon gesehen oder sowas, aber er ist es halt nicht. Trotzdem wird ja auch von vielen Leuten häufig, und das muss man auch einfach sagen, in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich gesagt, immer wieder, und das, beziehungsweise es entsteht der Eindruck, und jetzt könnt ihr gerne sagen, dass es nicht so ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei vielen so ist, dass Dux hier gefühlt mit Werner die beiden Alleinschuldigen sind, woran es liegt, dass Bremen keinen Erfolg hat. Das stimmt halt auch absolut gar nicht. So, wenn ich mir angucke, wie die Leistung von den anderen Spielern in den letzten Wochen war, war die auch nicht top. So, und das Problem ist dann halt immer, wenn du jemanden kritisierst, der gerade ein Fanliebling ist, dann bist du wieder der Schwierigste. Aber ich bin zum Beispiel auch, ich finde, ja, er kommt auch aus einer Verletzung, aber Weiser hat in den letzten Wochen auch nicht Top-Leistung gemacht. Er war nicht unterirdisch schlecht oder sowas. Also es ist auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Sehen immer nur, ne? Aber ich fand, er hat auch nicht die Leistung gehabt, die er vor, weiß ich nicht, in der Hinrunde beim Aufstieg hatte oder sowas. Das muss man auch mal so deutlich sehen. Stimmt, das fand ich, fand ihn auch, er war da gestern, aber bis auf die Vorlage fand ich, waren jetzt auch nicht so die mega viel guten Aktionen dabei, die er gebracht hat. Und die Flanke war auch nur eigentlich ein Abpraller, den er dann nochmal reingebracht hat. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er 100% unbedingt gewollt hatte, dass der Ball genau dahin geht, sondern der hat den Ball einfach irgendwie in die Mitte gespielt danach noch. Deswegen. Ich finde da, wir dürfen da auch nicht immer nur Einzelspieler kritisieren, weil ich finde, die ganze Mannschaft spielt aktuell nicht auf einem Niveau, wo wir sagen, das ist das Niveau, wo du sagst, damit kannst du nach Europa kommen. Das meine ich nicht, Chris. Ich meine so, was Dino auch sagte, dass man auch mal, wenn man sieht, dass jemand einen Lauf hat oder Leistung bringt, dann bring ihn doch mehr. Gib ihm mehr Spielzeit, noch mehr ins Team rein. Anstatt an deinem alten Hirnfürzen festzuhalten und zu sagen, nein, ich spiele nicht an meine Spieler. Und die wieder vorzuziehen. Wen meinst du denn? Ich, zum Beispiel ein Alvero. Oder mal, wenn du zurückguckst, ein Gin mal. Wie oft musste der wieder auf die Bank zurück? Wie oft hat man ihn wieder versauern lassen, nachdem man mehr Leistung gezeigt hat, bis er endlich mal gemerkt hat, Ole Werner, oh ja, sollte ihn doch mal mehr spielen lassen. So spät, ne? Und das ist mir, verstehe ich nicht. Warum lässt man die nicht mal von alleine und sieht, okay, hat im Freespiel funktioniert, der bringt Leistung. Da scheiße ich doch erstmal ein bisschen aufs Training. Okay, der hat vielleicht nicht trainiert wie ein Weltmeister. Es gibt so Trainingsweltmeister, genau. Die können einfach im Training spielen wie Ronaldo, vielleicht ist Dux schon einer. Und im Pflichtspiel bringen die das eben leider nicht. Mir sind die anderen Spieler viel lieber, die mir im Pflichtspiel zeigen, die funktionieren auf dem Feld, die bringen ihre Leistung. Dann gebe ich mir doch wieder nächste Woche ein bisschen mehr Spielzeit. Anstatt dann zu sagen, ich halte an meinen Sachen fest, die ich im Kopf habe. Zieh mein Ding hier durch. Das ist einfach, ne? Ich sehe doch jetzt nicht, wo Scaliavero einen Lauf hat aktuell, ne? Also der hat jetzt ein Tor geschossen. Nee, okay, Chris, haben wir verstanden, aber lass mich ganz kurz auf nochmal das, weil ich habe das ja gerade angesprochen. Ich finde immer so diese extreme Unterstellung, also die Unterstellung der Extreme, also in Bezug auf sich einschießen auf Leute. Bei Ole Werner, wenn man da Kritik äußert, ist ja klar, er ist der Trainer. Den Trainer gibt es nur einmal. Der Trainer ist verantwortlich für Taktik, Aufstellung und Ausrichtung, Wechsel etc. pp. Wenn man damit nicht mit zufrieden ist, kannst du eigentlich nur Ole Werner kritisieren. So. Bei einem Feldspieler, ich könnte über relativ viele Feldspieler Kritik äußern, die würde aber, glaube ich, und das ist das, was ausmacht, also ich versuche in meiner Polemik, auch differenziert zu sein, aber bei Marvin Ducksch ist einfach das Problem, wie er sich nach außen hin auch darstellt. Natürlich kann er nichts dafür, dass Ole Werner ihn immer aufstellt, so, dafür ist der Trainer verantwortlich, ist ganz klar. Aber auch als Fülle, ja, eine massive Flaute hatte und Bälle an die Eckfahne genagelt hat und so weiter und so fort, hat keiner übermäßig Füllkrug kritisiert, weil er nicht in die Kurve gerannt ist und gemacht hat und an alle meine Hater und jetzt nach so einem Spiel. Das hat doch auch was mit einer Intelligenz zu tun,
dass du dich nicht anlegst mit den Fans und dass dann Fußballfans, wir reden hier immer noch von Fußballfans, ja, wir sind hier nicht irgendwie an der Uni oder sonst was oder keine Ahnung, das sind Fußballfans, wenn du dich mit denen anlegst, musst du dich doch nicht wundern, dass da Gegenwind kommt und dass der nicht unbedingt, sag ich mal, super dezidiert artikuliert ist, ist doch auch klar. Und wenn du dann noch nicht Leistung bringst, aber dir alles rausnimmst und Gegenspieler anschnauzt und so weiter und so fort, dann ist das doch ein hausgemachtes Problem. Dann muss sich da entweder die Medienabteilung, die psychologische Betreuung oder sonst was aus dem Verein schützen, dass du das nicht machst. Aber was macht Marvin? Er geht gestern nach dem Spiel zu den Reportern und macht freiwillig diese Aussage. Das ist doch, also was war zuerst, Huhn oder das Ei, so. Tut mir leid, also da ist Marvin Ducksch wirklich selbst verantwortlich, dass er dieses Übermaß an Kritik momentan kriegt. Weil andere Spieler, ich finde zum Beispiel auch ein Romano Schmid, ich weiß nicht, was der Plan von Romano Schmid ist. Gut, er hat gestern Pass angebracht, aber es ist für mich wie Christian Groß. Wahnsinn, soll ich den jetzt loben, dass der keinen Fehler gemacht hat? Also wo kommen wir dann dahin? So, ja. Und ein Marvin Ducksch hat sich diese Situation zu einem Großteil, sehr großen Teil, selbst konstruiert. Ich würde, ach, K. Weiß ist schon wieder weg, weil von dem wollte ich die Info noch, die Einschätzung noch rein. So, bist du jetzt nur bei mir abgehakt, oder was? Ja, ich glaube, der war vorbei. Dino, ach, wolltest du gerade noch was sagen dazu, oder? Ja, okay. Ich sag mal so, pass auf. Erstmal tut's mich, eine Sache fuckt mich halt echt ein bisschen ab. Und zwar, dass, das muss ich erstmal so sagen, dadurch, dass Ducksch nach dem Spiel diese Aussage getroffen hat und das Ganze nach einer Niederlage kommt vielleicht auch noch zum bitteren Beigeschmack, dass man dann sowieso, sag ich mal, ein Stück weit gereizt ist, muss man jetzt überhaupt darüber sprechen. Weil, das habe ich ja zu Anfang schon mal gesagt, gestern fand ich Ducksch gar nicht mal so verkehrt. Und da haben auch viele Werder-Fans gesagt, ey, war echt kein schlechtes Spiel von Marvin Ducksch. Dass einer gehen muss, runtergehen muss, ist ja auch völlig, völlig normal und völlig okay. Und sowas sollte auch okay sein. Was ich viel bedenklicher finde an diesen Aussagen, die Marvin Ducksch gestern Abend getroffen hat, waren halt zum einen, zeigt das ja auch, wie er denkt und wie er diese Kritik wahrnimmt und dass er wirklich denkt, dass ein Trainer davon aufstellen würde oder in irgendeiner Form das einen Einfluss hätte, finde ich schon ganz, ganz crazy. Zumal du ja dann auch deinen Trainer ein Stück weit untergräbst, wenn du denkst, dass er wirklich sich beeinflussen lassen würde davon, würde das ja auch zeigen, aus was der Trainer gemacht ist. So, weil ich meine, am Ende ist das ein Spieler, der ja den Trainer mitbekommt. Und das ist in beide Richtungen völlig absurd eigentlich. Das nächste ist ja dann auch, er hat zwar das so ein Stück weit nicht revidiert, aber so ein Stück weit, ja, dem die Luft rausgenommen, wo er dann gesagt hat, dass ja die Jungs, die dann auf dem Platz sind, die sollten es dann besser machen oder die denen, ne, alles gut so. Aber im Gesamten waren diese Aussagen, die getroffen worden sind, nach dem Spiel, genau das, was jetzt dadurch passiert ist. Dadurch redet man jetzt über Marvin Ducksch und er macht da, super, Daniel hat es gerade genau geschrieben, was ich sagen wollte, er macht da ein Fass auf, worüber gestern gar keiner geredet hätte. Ich glaube nicht, dass nach dem Spiel gestern überhaupt großartig krass über Marvin Ducksch geredet hätte, es sei denn, er im positiven Sinne. Das hätte eben sein können, im positiven Sinne, weil er eben beim Abklatschen ganz normal rausgegangen ist, war alles top, war alles kein Problem, aber eben auch, als er, also auch spielerisch, er sich nicht zu Schulden kommen hat lassen. Also es wäre, glaube ich persönlich, auch heute hier gar nicht groß negativ über Marvin Ducksch gegangen. Das ist so mein, was ich mal einwerfen wollte, weil ja immer wieder jetzt gerade eben auch gesagt worden ist, dass Ducksch sehr oft als Negativthema ist und so weiter. Dieses Thema hat im Grunde genommen er selber nur durch seine Aussagen aufgemacht, sonst wäre er, glaube ich, gar kein großes Thema heute geworden, meiner Meinung nach. Wir sehen allerdings, finde ich, diese, also
diese krasse Szene, die mit der Aussage, die er jetzt getätigt hat, gab es halt davor nicht. Ne? Also natürlich wäre es heute nicht Thema gewesen, aber es ist halt sonst immer Thema gewesen. Und ich hatte auch in den letzten Wochen den Eindruck halt wirklich, und ich glaube, ich bin da auch nicht alleine, wenn ich teilweise im Chat lese, dass Duxch der Alleinschuldige ist. Das ist halt nicht, finde ich, nicht richtig. Und diese Aussage natürlich, die geht halt, also ich habe sie nur gelesen, ich kann es auch nicht beurteilen, was sie da gesagt haben, wo er sagt, ich glaube, da steht irgendwas auch drin, dass er es bockig gesagt hat oder sowas, in der Art. Das kann ich halt nicht beurteilen, weil es halt geschrieben ist von einem Reporter, der, wo wir wissen, auch sehr, wo wir wissen, dass die Deichstube teilweise auch sehr, sehr Verena nah ist und das auch teilweise anders, also mal die leicht. Ich hat es ja auch geschrieben, kannst du aber auch angucken, das Interview. Achso, gibt's auch so, das weiß ich nicht, aber dann. Wo kann man das eigentlich gucken? Müsst ihr mal googeln. Ich habe gestern auch erst mir die Bild durchgelesen, dann die Deichstube und dann hat ja mir jemand geschrieben, dass es noch ein Video dazu gab. Müsst ihr mal schauen, wird scheinbar online sein. Vielleicht weiß auch der Chat gerade, wo man jetzt schnell das gucken kann. Also im Grunde genommen ging es ja darum, dass die Anschuldigung von Duxch, beziehungsweise das, was er gesagt hat, war ja aufgrund dieser, das ist ja das, was die Leute wollen oder wollten seit Wochen. Dieses mit dem, was du gerade auch meinst, Christian, was am Ende gesagt worden ist, mit dem bockig, dass er es halt bockig abgefuckt, genervt hat, er das gesagt, ist für mich alles ganz separat zu betrachten zu den letzten Wochen rein spielerisch Marvin Duxch. Ich würde niemals sagen, dass nur wegen Marvin Duxch wir irgendwelche Spiele schlecht haben oder sonst was. Das ist auch Quatsch, das an einem Spieler festzumachen. Es ist immer die Mannschaft oder auch mit Trainer. So wie auch im Positiven hatten wir letzte Woche erst, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Holger, glaube ich, ne? Irgendwer hat letzte Woche noch die Defensive gelobt und das auch dem Trainer zugutekommen lassen. War dann auch Thema und genauso, und das finde ich halt eben das, YouTube siehst du, das Video kommt gerade auch rein, und genau das ist halt etwas, wo ich sage, das muss auf beiden Seiten gelten. Du kannst sowohl das Positive loben und dann gehört der Trainer auch dazu und genauso auch das Negative ansprechen und auch da gehört vielleicht unter Umständen der Trainer zu. Gestern war all das eben separat zu betrachten, weil die Grundaussage von Marvin Duxch einfach bescheuert ist in diesem Sinne. Aus meiner Sicht, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, ich finde es absolut bescheuert zu denken, dass ein Trainer, weil Kritik von Fans und von Medien da ist oder in den letzten Wochen da war, dass ein Trainer deswegen ihn auswechseln würde. Das ist für mich völlig absurd. Und das zeigt eigentlich auch relativ wenig von der Selbstreflexion, die er letzte Woche da erst angesprochen hatte und zeigt auch, wie krass diese Sachen in seinem Kopf sind. Und das erinnert mich dann auch wieder an seine Geste, das ist nämlich auch so ein Thema gewesen. An dem Tag hätte man vielleicht auch gar nicht so sehr über sein Fußballerisches gesprochen, aber er nimmt sich ja dann in die Öffentlichkeit, indem er damals auch, wo er das Tor gemacht hat, zu den Fans geht, erst dieses Psst macht und dann mit dem Ohr so dieses, nach dem Motto, ich höre euch nicht, ich habe keine Ahnung, was man da, warum man das macht oder was da im Kopf abgeht. Und diese Aktionen sind ja immer wieder. Und über die wird dann eben auch gesprochen. Und das, damit musst du klarkommen, da sage ich ehrlich, damit musst du klarkommen, solange es natürlich immer in einem sachlichen Rahmen bleibt. Es geht jetzt nicht darum, wenn jemand 10 Seiten Beleidigungen schreibt oder Bedrohungen oder sonst was. Das sind alles Pfeifen. So, das ist ja klar. Um dieses geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass auch schön, was Dino vorhin nochmal gesagt hat, da geht es ja einfach darum, das kann auch mal emotional sein, aber das sind Kritikpunkte und die bringt er in die Öffentlichkeit. Das Fußballerische und diese Alleinschuld, sag ich auf gar keinen Fall. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, das sagt niemand. Ich glaube, keiner hier denkt, vielleicht kam es mal anders rüber, aber keiner hier denkt wirklich, dass an einem Spieler irgendwas schuld zu machen ist, sondern man muss immer das Grobe und Ganze sehen, aber man kann einen Spieler auch für seine Kritikpunkte ansprechen. Ja, klar, keine Frage. Das ist. Ich habe die Nachgedeicht Podcast heute gehört mit Björn Knips, der da war, und der hat gesagt, dass Duxch ungefragt zu den Presseleuten kam in die Kabine. Ich habe übrigens kein Video gefunden als Werder Devil. Wenn du da einen Link hast, pick den mal bitte mit in den Chat. Kann er, glaube ich, nicht. Genau, und die haben dann halt, und Duxch hat sozusagen, also normalerweise steht die Pressemeute da und fragt, welcher Spieler kommt raus. Duxch ist freiwillig selbstständig zu denen hingegangen, hat dann das gesagt, hat gesagt, ja, mit diesem ganzen Drumherum und diesem Scheiß. Und dann haben sie gefragt, hä, was meinst du mit diesem Drumherum und so weiter? Ja, die Fans und die wollen doch alle, dass sie ausgewechselt wird. Also es war wirklich, er wurde da nicht festgenagelt, er wurde da nicht irgendwie gezwungen, da wurde keine Aussage rumgedreht oder was auch immer.
finde ich jetzt auch alles nicht so dramatisch. Ich finde auch das Thema Dux auch nochmal mit diesem Einschießen. Es geht doch nicht darum, dass wir einen Spieler fertig machen wollen, sondern uns ist allen, oder eigentlich jeder, der Werder geguckt hat, ist aufgefallen, dass Dux extrem ineffizient war, aber trotzdem mal 90 Minuten gekriegt hat. Dann hatten wir einen Jinma, der trotzdem trotz Leistung auf der Bank bleiben musste. Und dann haben sich viele gewundert, warum ist das so? Ja? Und dann haben sie gesagt, ey, Dux, spiel mal besser, so als Aussage, sag ich jetzt mal, in den Raum. Und das ist dann halt auch nicht passiert. Trotzdem hat er mal 90 Minuten gekriegt. Und das hat ja, das ist doch nicht, dass jemand den Spieler fertig macht, sondern wir würden gerne effizienteren Abschlussstürmer haben. Und auch gestern, als Jinma reinkam, und ich glaube, diese Leistengeschichte auch nur zur Hälfte, sei mal dahingestellt. Aber sobald Justin auf dem Platz war, gab es einen langen Ball und ab geht die Rakete. Der zieht eine gelbe Karte, der geht in den Strafraum. Vielleicht kann er ihn rüberlegen, vielleicht nicht, aber er kreiert Chancen, die eventuell zu einem Tor führen. Da Marvin passiert was, ja. Genau, Marvin Dunk hat gestern den Pfosten getroffen mit einem super geilen One-Touch. Diese Zaubermomente, die er hat. Niemand hat Marvin Dukes gestern kritisiert. Niemand hätte Marvin Dukes kritisiert. Wie Nico gerade sagte, das Thema wurde komplett wieder von ihm aufgemacht. So, da hätte einfach Mund abputzen weiter. Du wurdest in der 60. ausgewechselt. Dass ein Spieler sich denkt, dass das quasi eine Beleidigung ist. Und nochmal, Dukes hat Handschläge verweigert. Dukes schnauzt Mitspieler an in einem Maße, wo du denkst, jeder, der auch nur auf niedrigstem Niveau mal Mannschaftssport gemacht hat und jemanden kennt, der rumschreit, aber keine Leistung bringt, dann weiß man doch, was man von dem hält. So. Aber, um jetzt mal auch einen Twist zu kriegen, weil das Dux-Thema ist halt auch Endlosschleife, K. Weiß kann mal seine Einschätzung zum Spiel abgeben und dann können wir noch über Leute reden, weil ich würde auch gerne, wie der Chat schon meinte, über Woltemade diskutieren und Stay und so weiter. Ich würde gerne kurz noch einen letzten Satz zu Dux, wenn das dann noch da reinpasst, denn ich finde, du hast das gerade so ein bisschen relativiert. Wenn ich mir nämlich wenn du mir die Stammtische oder die ganzen Streams sonstiges anguckst, dann wurde das schon häufig nicht gesagt von Nico oder so jetzt, sondern im Chat halt auch häufig geschrieben. Oder auch in der Stammtisch-WhatsApp-Gruppe steht ja auch teilweise gerne mal drin. Also wenn ich da schon, also da jetzt nicht so häufig, aber wirklich auch im Chat, wenn du da mal reinguckst, da ärgern sich die Leute schon wieder, wenn Dux wieder spielt und sowas alles. Das ist schon, finde ich, nicht dieses, das sagen, oh ja, er hat schlecht gespielt, wie du es ganz nett gerade gesagt hast und ordentlich und also konstruktiv auch. Er hat schlecht gespielt, dann muss man anderer spielen, sondern da sind halt andere Tonarten schon unterwegs gewesen. Und das natürlich, unabhängig jetzt davon, was er gestern gemacht hat, das ist halt absolut dumm gewesen. Ich verstehe, warum. Ich verstehe seine Aussage, wie er es gesagt hat, so. Dass er auch mal, dass er halt echt wütend, vielleicht ja wütend oder auch ein bisschen halt auch genervt war. Trotzdem darf er es nicht bringen. Aber wenn du dir wirklich mal über die letzten Wochen anguckst, dann siehst du wirklich, dass die Tonlage nicht so ruhig war, wie du sie gerade hattest. Ja, aber sie hat sich auch gesteigert. Darf ich mal kurz dazu jetzt zu Dux vielleicht nochmal ergänzen? Es war ja auch so in der Hinrunde, trotz seiner Tore und seiner Scorerwerte hatten wir ja auch einige kritische Stimmen zu Dux aufgrund seines Verhaltens, wenn er doch mal, und das kam ja nun wirklich selten vor, nicht über 90 oder 100 Minuten spielen durfte bis zum Abpfiff, wo wir gesagt haben, körperlos, teilnahmslos, aber, und das war ja immer das Argument auch in der Hinrunde gewesen und bislang, bis zum heutigen Tage, er ist effizient. Da habe ich ja schon so andeuten lassen, wenn mal die Phase kommt, der Moment kommt, wo es keine Elfer gibt oder wo er eben eine Zeit lang nicht trifft. Und wir haben jetzt 4 Spiele, wo er nicht trifft. Und trotzdem gibt es hier Leute, die ganz sachlich und nüchtern sagen, er war nicht der schlechteste Spieler auf dem Platz. Und er hat es auch nicht schlecht gemacht. Ich habe ja auch die letzte oder vorletzte Woche auch noch betont, dass er da mehr am Spiel teilgenommen hat. Nur, ich habe auch gesagt, dass der Moment gekommen ist, wo auch Ole Werner einsehen muss, dass wenn er nach Spielern schreit und sich über seinen dünnen Kader beschwert, dann muss er den ganzen Kader auch nutzen. Nicht nur Alvero oder nicht nur Voldemort, sondern wirklich alle. Und ich finde es einfach nicht fair. Und keiner hat in irgendeiner Form gesagt, er muss jetzt auf die Bank permanent. Nein, wir haben nur gesagt, er darf sich mal nicht beklagen, wenn er ab der 60., 70. Minute für jemand anders ausgetauscht wird. Und wenige Minuten nach seiner Auswechslung wurde doch auch Voldemort ausgewechselt. Und ich finde, Loyalität vom Trainer, die er ja bekommt seit Wochen. Und Ole Werner hat immer wieder betont, nicht nur bei Rondo TV, was für ein wichtiger Spieler er für ihn ist. Und ihm dann so in den Rücken zu fallen, das hat mich am meisten genervt, wo ich mir gedacht habe, Marvin,
Ole Werner, egal wer irgendwo im Chat irgendeinen Blödsinn schreibt oder auch medial mal nach den vielen schlechten Standards Gegenwind kommt oder Kritik, Ole Werner hat in ihm festgehalten und er hat es ihm so gedankt. Und das finde ich einfach auch menschlich ein bisschen enttäuschend. Das lässt dann tief blicken und ich weiß nicht, wie das im Allgemeinen jetzt auf die Mannschaft einwirkt. So eine Situation, wo völlig aus dem Nichts Marvin Ducksch, wie Dino das ja richtig dargestellt hat, ich kannte die Zusammenhänge jetzt nicht, ob er da jetzt unter Druck gesetzt wurde, unbedingt darauf antworten zu müssen, aber dass er freiwillig so ein Ding abzieht, das halte ich einfach auch für fragwürdig. Er zeigt dann einfach aus meiner Sicht, dass er kein Teamplayer ist. Und das ist ein Problem, wenn man im Mannschaftssport unterwegs ist. Ganz einfach. Ja, das habe ich ja auch schon damals, das sagte ich ja, glaube ich, auch schon bei Verpflichtung. Für die, die es ja nicht wissen, ich war ja damals großer Gegner sogar von der Verpflichtung. Das habe ich aber auch damals schon gesagt, dass er halt große charakterliche Probleme hat. Und das will ja auch niemand relativieren, dass das halt einfach häufig nicht gut ist, seine Körpersprache und auch dieses Interview absolut dumm ist. Ich kann ja auch erst zu dieser Erkenntnis gelangen und das auch äußern jetzt öffentlich. Scheinbar scheint ja das Fan-Dasein so wichtig geworden zu sein, dass man darauf Bezug nimmt als Spieler. Er muss natürlich auch sehen, dass das begründet ist. Also wenn jemand sagt, dass diese Kritik an Marvin Ducksch jetzt unabhängig vom Sportlichen, aber dieses Zwischenmenschliche und dieses Betragen innerhalb einer sozialen Gemeinschaft, das muss ich kritisieren, weil es häufig genug einfach zu beobachten war. Das ist jetzt nur nicht aus der Luft gegriffen. Und wenn du sagst, schon bei der Verpflichtung gab es Anhaltspunkte, dass das vorher auch schon mal hier und da ein bisschen ausgeufert ist, dann war es. Ich war hier und da, guck dir seine Zeit bei Düsseldorf an. Also die war ja charakterlich wirklich unterirdisch. Ja, die habe ich nicht so verfolgt. Gerhard? Ja, okay. Ich meine, das nun auch mit der Aussage von Ducksch, ich meine, die passen mir auch nicht. Jo, aber im Vorfeld, finde ich ja schon, wurde ja schon mal der Fehler gemacht, dass eben zum diesem Spiel jetzt, was ja schon mal war, eben Ducksch und wollte mal den nicht zusammenpassen. So, ich sag mal, hätte jetzt Ole Werner angenommen, wollte mal den draußen gelassen und einen Gima gebracht, so, dann würde man jetzt vielleicht auch hinterher, hätte Ducksch vielleicht auch noch einen Tick besser ausgesehen, wo er da den Ball am Pfosten geschossen hat. So, und hättest du das, was hier ein Gima gehabt, der schnell schaltet und auch schnell, viel schneller ist bei den Abpraller als ein Woltemade, so, und ein Gima hätte den ja noch reingemacht, durch seine Schnelligkeit, den Abpraller. So, da hätte jeder gedacht, oh, guck mal, der hat den Ball schnell angenommen, hat das Pech gehabt, dass er nur den Pfosten getroffen hat, aber eben Gima hat gleich reagiert auf den Abpraller von Ducksch. Und das hat auch wieder gut gepasst. Ohne den Abroller von Ducksch hätte Gima denn das Tor nicht gemacht. Dann hätte man vielleicht auch ein bisschen anders geredet über Ducksch jetzt und eben auch über Ole Werner. Denn guck mal, wie gut er jetzt doch wieder aufgestellt hat. So, aber ein bisschen ist auch eben das, dass das sowas dann wieder rauskommt, dass beide eben nicht hundertprozentig überzeugt haben, weil die beide eben viel zu ähnlich sind. Aber das ist eben da, dass Ducksch wenig besser spielt mit Gima oder eben auch Woltemade mit Gima, weil er eben unterschiedliche Stürmer sind. Habe ich noch einen letzten Satz zu Ducksch sagen? Ich möchte Karl Weiß unbedingt mal reden hören heute, den vermisse ich schon. Trotzdem muss ich noch mal einen Satz zu Ducksch sagen, und den wirklich, wenn ich darf. Was mir sehr zu denken gibt, ist, also ich verstehe nicht ganz, warum Ole Werner ihn ausgerechnet jetzt in der 65. auswechselt, wo er halbwegs solide spielt und eigentlich keiner sich beschwert, dass Ducksch irgendwie eine schlechte Leistung bringt, während er die Spiele davor, monatelang gefühlt, ihn immer drauf lässt. Das verstehe ich nicht. Und das lässt Ducksch vielleicht auch auf die Idee kommen. Ne? Deswegen auch diese Aussage, dass er auf die Idee kommt vom Kopf her, rein psychologisch mal durchdacht, dass Werner sich beeinflussen lässt durch Fans oder Medien, nach dem Motto, ich schaffe das doch auch, ich kann den Trainer doch auch beeinflussen durch mein Rumgeheule. Muss nur rumjammern, bin ich aber schlecht drauf und ich kann dann nicht mehr spielen, wenn ich runtergenommen werde und schon bleibst du drauf oder was. Da kommt man auf die Idee vielleicht selber als Spieler, dass andere Leute das genauso können, einen Trainer beeinflussen. Ne? Und das finde ich ein bisschen, auch in diese Richtung, ein bisschen bedenklich so. Ne? Ja. Top Einwand, auf jeden Fall, das unterstütze ich auch, aber es zeigt ja auch, dass Marvin Ducksch in der Situation, es kann ja was dran sein. Ich möchte nicht spekulieren darüber und den
Trainer irgendwie in der Richtung kritisieren. Nur, wenn diese Überlegung bei Marvin Ducksch Aktion im Interview, dann, also genau dieses Motiv hatte zu zeigen, du lässt dich beeinträchtigen, deswegen bin ich jetzt raus, dann versteht er die Tragweite seiner Aussage nicht und die Auswirkung, einen Trainer zu schwächen öffentlich, das kann für den Rest der Saison extrem negative Auswirkungen haben. Und das ist eben, was ich ihm wirklich ankreide, dieser Egoismus, das Beste für sich rauszuholen und nicht zu verstehen, dass Teamsport bedeutet auch mal, die Autorität eines Trainers zu schützen, auch wenn er Fehler macht, weil ich Führungsspieler bin, weil er mich gestützt hat öffentlich und ich gebe was zurück. Es ist ein Geben und Nehmen im Teamsport und das ist, also ich finde das wirklich enttäuschend, also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich enttäuscht von ihm. Ja, die Auswechslung jetzt kommt halt wirklich unglücklich, aber ich muss auch sagen, du liegst 2-0 zurück, du musst halt irgendwann irgendwas tun, weil ich fand jetzt auch nicht, Dusch hat nicht schlecht gespielt, aber ich fand jetzt auch nicht, dass wir wirklich viele Chancen kreiert haben. Und ich fand auch, das Spiel passte nicht so zu Duxch nachher, wo die sich nur nach hinten reingestellt haben. Das ist dann halt nicht mehr sein Spiel. Da kann ich schon verstehen, dass er ihn ausgewechselt hat, dann in ausgerechnet dem Spiel, wo er vielleicht ein bisschen besser war. Aber insgesamt ist es natürlich ein unglücklicher Moment dann. Da hast du schon vollkommen recht. So, wir machen das Thema Duxch zu. Ich sage nur noch den abschließenden Satz dazu. Ich habe die Umfrage ja auch gestartet gehabt hier oben im Chat. Wie steht ihr zur Duxch-Aussage? 138 Leute, wie gesagt, ich habe nur eine kurze Zwischenumfrage gemacht, haben 3 genommen. Sehr fragwürdig sehe ich nicht so die Aussage. Und sagen 84% und 16% sagen, sehe es genauso wie Duxch. Damit schließe ich aber die Umfrage von oder zu Marvin Duxch. Und mein abschließender Kommentar dazu ist einfach, hätte er diese Aussage nicht gemacht, bin ich mir weiterhin sicher, dass wir heute gar nicht und vor allen Dingen nicht negativ groß über Duxch geredet hätten. So, jetzt kommen wir aber zu ein paar Spielen, wo wir gerade eben ja auch schon mal kurz hingegangen sind. Zum einen, der Mann ist gesperrt für nächste Woche. Das heißt, Aru spielt auch automatisch weiter. Offensiv war er wirklich gleich 0, also wirklich gleich 0,0. Da siehst du dann auch, dass er eigentlich Rechtsfuß ist. Hat beide Abschlüsse mit links versucht, das war gar nichts. Wie habt ihr das Ganze gesehen über die Außen und vor allen Dingen perspektivisch gesehen? Ich glaube, gerade wenn wir jetzt, na gut, wir müssen ja eigentlich allgemein hoffen, dass ein Jimmer nächste Woche wieder in die Startelf kann, aber wenn man das Tempo versucht zu verlagern, dann über Außen gefährlich zu werden, müssen eigentlich unsere Außen auch eine gewisse Torgefahr, ich sag mal, mitbringen. Und zum zweiten Thema, das ich direkt auch mit reinschmeiße, ich habe es auch gerade schon ein paar Mal im Chat gesehen, was sagt ihr zu der Cater-Thematik? Was geht da ab? Ja, ich werde mal auch mal kurz was sagen. Da ich, super, ich bin übrigens sofort dran. Wieder da. Ich habe hier das am Handy, ich höre euch weiter. Karl Weiß, mach gerne weiter. Ja, also ihr habt alles zu Marvin gesagt, deshalb werde ich jetzt nicht mein Ganzes dazu tun. Ich war auch über seine Aussage mehr enttäuscht als über die Niederlage. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt das Spiel jetzt nachgucke, dass ich nicht überrascht bin, dass wir verloren haben, weil wir halt defensiv ersatzgeschwächt sind und offensiv seit Wochen Probleme haben, Chancen zu kreieren und mehr als ein Tor zu erzielen. Deshalb ist das selbstverständlich, dass irgendwann halt diese Abhängigkeit von der Abwehr, dass sie zu Null spielt oder nur ein Gegentor zulässt, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und man hat vorher gegen Köln und Mainz gespielt, die offensiv die Schwächsten in der Bundesliga sind. Jetzt kommen halt andere Kaliber mit Hoffenheim und auch Dortmund danach. War mir klar gewesen, dass wir dieses Mal schon 2 Gegentore kassieren könnten. Daher muss man sagen, offensiv haben wir ein gewaltiges Problem seit Wochen und jetzt könnte sich das auch an den Ergebnissen zeigen. Und mal über die Außen gesagt, jeder in der Offensive, jeder muss an Torgefahr zulegen. Nicht nur die Außen. Ich verlange auch vom offensiven Mittelfeld wie Stay, ein Romano Schmid, ein Bittencourt, dass die auch an Torgefährlichkeit zulegen. Und auch ein Weiser kann meiner Meinung nach sich gerne steigern. Man muss auch sagen, bei dieser einen vergebenen Chance von Agu war nicht der Abschluss das Problem, sondern seine Ballmitnahme war leider
schlecht gewesen. Ist ihm, glaube ich, ein bisschen versprungen. Dadurch wurde er außen abgetrieben und hatte einen spitzen Winkel. Und dadurch kam ein überhasteter Abschluss zustande. Und das passiert meiner Meinung nach zu viele Spieler in den letzten Wochen. Deshalb macht mir die Offensive große Sorgen. Ich finde auch ein Woltemade komplett verschenkt vorne als Spitze, weil er nicht bekannt ist, Torgefahr auszustrahlen. Er muss hinter den Spitzen spielen, damit er jemanden vorne in die Tiefe schicken kann und seine Stärke ausspielen kann. Und jetzt in Hoffenheim konnte ein Jinba wohl nicht starten, weil er angeschlagen war. Ja, ja, dann würde ich auch auf einen Komnatski zum Beispiel bringen, weil der bringt noch etwas Schnelligkeit mit, als halt Woltemade vorne in der Spitze selber zu verschenken. Da muss man meiner Meinung nach flexibler werden für die Zukunft, nochmal andere Stürmer ranlassen, wenn schon ein Marvin immer in der Startelf steht. Das mit Marvin und Woltemade ist seit Wochen gescheitert, meiner Meinung nach. Das wird auch in den Spielen darauf nicht gut gehen. Deshalb, wenn ein Jinba nicht starten kann, dann sollte halt auch ein Kupnatski spielen. Und ich finde, die Außen jetzt, also mit Agu und Weiser, die stellen sich für das Dortmund-Spiel mit der Sperre von Deman automatisch von alleine leider auf. Und dennoch bin ich froh, dass wir halt nur eine Gelbsperre erst einmal haben. So viel würde ich erstmal dazu sagen. Naja, ich fand Agu, ja, er hat ein paar Fehler gemacht, aber ansonsten ist es ja kein schlechtes Zeichen. Fand ich ihn sehr also nicht sehr auffällig. Muss man auch sagen, es ist ja kein schlechtes Zeichen wenn du einen defensiven Außenverteidiger jetzt mal sagst, dass er unauffällig ist, weil dann bist du eigentlich in der Regel immer so, dass du hast wenigstens ein solides Spiel gemacht. Aber ich fand, offensiv hat er ja, wie gesagt, ein, zwei Situationen, wo er sich hätte anders verhalten können. Vielleicht, ich schreibe es immer noch so ein bisschen zu, weil er halt wirklich Ewigkeiten verletzt war und auch noch, dadurch wenig Spielpraxis, wirklich, also gar keine Spielpraxis hatte und auch jetzt die ganze Woche die Seiten gewechselt hat. Ich finde, wie gesagt, ich finde, das größte Problem ist aber nicht außen, sondern in der Mitte. Wir haben mit Romano Schmid, ich finde, er macht es, also er wird ja auch, wurde ja eben auch kritisiert, ich finde, er macht das ja teilweise gar nicht schlecht, aber es ist einfach so hoffnungslos, dass du, es ist gefühlt so, als ob wir da mit sieben Defensivspielern stehen, plus Torwart, also acht, und dann Romano spielt im Mittelfeld, heißt, hier, du machst den Ball, mach mal, dass da vorne irgendwie die Stürmer so eine Anspielstation bekommen, dass du da irgendwie eine Chance kreierst. Ich finde, Stay macht das nicht schlecht, aber Stay ist, es fehlt ein zweiter Mann neben Schmid, der Kreativität einbringt. Ja, da kann ich auch mal ganz kurz einhaken. Ich sehe ich tatsächlich genauso. Also ich habe ja auch schon, Nico hatte das ja auch schon angestoßen gehabt, wie man halt, also auch schon vor dem Spiel bezüglich Aufstellung, wie man vielleicht noch mit aufstellen könnte. Jetzt von mir aus auch mal einen Cater von Anfang an oder auch einen Alvero von Anfang an. Ich würde auch Alvero gerne mal von Anfang an sehen. Aber dann ist für mich die Frage, wen nimmst du raus? Linnen kannst du nicht rausnehmen, der spielt halt wirklich, also der ist ja wirklich super in Form, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Und dann ist halt die Frage, ja, nimmst du Stay raus, der aber halt sich trotzdem überall reinschmeißt, gefühlt eine Pferdelunge hat und das ganze Spiel durchrennt? Oder halt einen Schmidi, der nach vorne mal ein paar Dribblings macht, auch relativ schnell ist, ein paar Läufe macht? Finde ich halt auch sehr schwer, also, aber gut, mir gefällt das System auch nicht, aber ja, finde ich schwierig, ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen. Hat er vor zwei Wochen schon mal diese Diskussion mit der Umstellung auf vielleicht eine Raute in diesem System angestoßen. Problem ist nur, wo ich gesagt habe, er müsste dafür weiterhin die Tiefe beibehalten mit Justin Jinma und müsste dann eben entweder Woltemade bzw. Dux rausnehmen als Partner. Und ich glaube, nach den Querelen wird das nicht passieren. Ansonsten bestünde nur die Möglichkeit, hatte ich letzte Woche auch gesagt, einfach mal Stay, der eben defensiv seine Stärken hat, mal früher Alvero auf andere Seite zu stellen als Partner für Schmid, weil Schmid ist tatsächlich auch mit seinen Aufgaben ein bisschen überfrachtet, auch mit den Zonen, die er abarbeiten muss von Box to Box. Ich glaube, dafür ist er nicht gemacht. Schmid ist immer dann gefährlich und kann seine Offensivstärke einbringen, wenn er nah an den gegnerischen Strafraum kommt, um diese Zwischenräume zu nutzen, zu dribbeln, mal einen schönen Pass in die Spitze zu spielen.
Davon ist er weit entfernt. Alvero hat gezeigt, dass er nach vorne etwas mehr möglicherweise an Akzente setzen kann. Auch das Kopfballspiel sah nicht schlecht aus. Die Technik war sowieso brillant, fand ich richtig geil. Das war kein Zufall. Ansonsten müsste Ole Werner das System komplett umstellen. Das hatte ich vorhin im Wartraum ja mal angedeutet, was es da für Möglichkeiten gibt. Möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen, weil meine Hoffnung darauf, dass er auf Viererkette umstellt, dass er auf ein 3-4-3 umstellt, dass er auf ein, auf ein 3-5-1 umstellt, halte ich für sehr gering. Aber wir können ja das gerne diskutieren. Ja, also ich finde, also Systemumstellung unter Ole. Ich würde auch gerne kurz meinen Abriss über die Spieler geben. Also ich habe momentan, nachdem ich Agu ja wirklich nach seinem Spiel gegen die Bayern und auch dem Spiel danach über einen grünen Klee gelobt hat, hat er jetzt wirklich wieder ein Leistungsloch. Chris sagt zwar, er fällt nicht auf. Ich fand, er ist schon aufgefallen, aber mit dieser krass vergebenen Chance. Und da, das ist einfach auch mal ein Außenverteidiger, müsste in der Lage dazu sein, aus so einer Situation ein Tor zu schießen. Dem Mann ist unser Top-Einkauf des Sommers. Ne? 4 Millionen haben wir für den gezahlt. Habe ich ja vorhin schon gesagt, hat Bejmo-Vibes momentan für mich. Kann ich auch total nicht verstehen. er schießt eine Ecke, die kommt irgendwie mega flach auf einen Fünfer. Völlig wirr. Zweite Flanke geht auch nicht hoch. Weiß ich nicht. Ist eine Kopfsache, ist vielleicht eine Motivationssache. Da habe ich den Eindruck, dass Ole jetzt auch nicht der Beste ist, der die Spieler dann auf der Ebene abholt. Siehe Dinci oder sonst wie. Aber auch ausblickend auf den Sommer könnte das eine Riesenbaustelle sein, wenn Weiser geht und wir halt Außenverteidiger brauchen, die halt auch irgendwie Stamm spielen können. Sehe ich jetzt aber noch nicht so kritisch, weil, wie gesagt, lange verletzt, eventuell fängt er sich nochmal, aber ist schon ein krasser Leistungsabfall zu solchen Topspielen. Dann Senne Linn natürlich unfassbar, also auch das ist für mich wirklich unauffällig und top. Dieses Spiel fand ich ihn auch sehr unauffällig, aber er erfüllt seine Aufgabe total. Jens Day, unser Top-Einkauf von vor 2 Jahren, glaube ich, oder? Anderthalb, nach der Aufstiegssaison auf jeden Fall. Auch 4 Millionen gekostet, ist für unsere Verhältnisse natürlich immer viel Geld. In anderen Vereinen ist es lachhaft, aber bei uns schon. Stay ist für mich eigentlich nur ein besserer Nikolai Rapp, stand jetzt. Ich hätte ihn sehr gerne als die Position, die Rapp bei uns hatte, nämlich den Bankspieler, der reinkommt, abliefert, Gras frisst, Wege macht, zuläuft, abläuft, hast du nicht gesehen. Aber wir haben jetzt schon gesehen, dass er wirklich abschlussmäßig der absolute Chancentod ist. Muss man an dieser Stelle so attestieren. Der hat Sachen daneben gesetzt, kannst du nicht ausdenken. So. Dann Romano, ich sag mal in der Schlussaufstellung gegen Dortmund gleich zuletzt. Romano Schmid ist wirklich, wie Jamiro schon gerade geschrieben hat, stagniert komplett. Er ist sehr klein. Die Schiedsrichter pfeifen Fouls an ihm gar nicht mehr. Haben sie bei Woltemade auch nicht gemacht, wozu ich aber auch gleich komme. Ich finde, er kriegt den Kopf gar nicht hoch. Er sieht seine Mitspieler teilweise nicht. Du siehst, er kommt in eine Position, wo er auf die Box zuläuft und du denkst, Alter, da ist doch, steckt doch rechts. Und er macht es nicht, weil er es einfach nicht sieht. Er hat keine Abschlussschwäche in der zweiten Liga und irgendwann vor Anno dazumal gefühlt Junuzovic-mäßig eine Saison mal was getroffen. Schießt nicht mehr von weit weg, kommt auch im letzten Spiel den Abschluss macht er nicht und so weiter und so fort. Er spielt ab und zu mal einen soliden Pass, aber das erwarte ich auch von einem Bundesligaspieler auf der Position, dass er ab und zu mal den brauchbaren Pass spielt. So, ne? Deswegen, ich sehe ihn absolut stagnieren. Ich hätte super gerne Amiri auf seiner Position gehabt. Das wäre wirklich ein ganz krasses Upgrade. Nick Woltemade ist wirklich für seine Körpergröße, für seine Peter Crouch-Körperform am Ball fast nicht zu trennen. Sieht super geil aus. Macht mega Spaß, das zu sehen in Grün und Weiß. Ist aber Stand jetzt absolut brotlose Kunst. Wir reden die ganze Zeit von den Steckpässen, mit denen er Leute füttern muss. Ich weiß nicht mal, ob er die kann. Er kann extrem krass Leute binden. Der zieht 2, 3 Leute auf sich und schiebt ihn dann noch rüber zu dem, der frei ist. Das kann er genial. Aber abschlussschwach, kein Kopfball, was halt auch crazy ist.
auch kein Wandspieler in dem Sinne, dass er jetzt die Bälle so krass behauptet. Und er gurkt da rum und macht halt sein, ich glaube, in der zweiten Liga wäre er überragend. In der zweiten Liga wäre der Gott, so. Aber in der Bundesliga, in dem Kader, mit dem System, das Ole spielen lässt, ist er einfach verbraucht. Und da sehe ich auch nicht dieses massive Potenzial, was da noch kommen soll. Weil das Krasse ist nämlich, er fällt auch sehr schnell. Und das pfeifen die Schiris halt auch nicht mehr. Die pfeifen bei dem Kleinen, der fällt nicht. Die pfeifen bei dem großen Langen, der fällt nicht. Und deswegen, ja, wird es halt schwierig. Also meine Aufstellung, um es dann kurz zu machen, gegen Dortmund, ey, es tut mir leid, Christian Groß kann nicht zentraler Innenverteidiger gegen Dortmund spielen, so, wenn Malatini rechts steht, das ist, ab, da kriegen wir 6 Dinger rein, so, ne, also auch wenn Dortmund jetzt nicht überperformt, aber die haben einfach Spieler, die nehmen uns da komplett hops, wenn wir schon Bebu und Bayern nicht aufhalten können, deswegen würde ich sehr gerne, ich weiß nicht, ob er es kann, aber ich würde sehr gerne Stay nach hinten ziehen, Lin will ich da nicht rausnehmen, und dann Alvero auf die Stay, vakante Stay-Position, Woltemade, Duxch, Jinma, einfach aus der Tatsache, dass ja, Duxch wahrscheinlich trotzdem spielt und wie gesagt, war jetzt auch nicht schlecht, gegen Dortmund liefert er vielleicht auch nochmal, Jinma muss spielen, ich verstehe es nicht, okay, er hatte vielleicht was mit der Leiste, aber der Junge kommt rein, da hast du gar nichts mit Leiste gesehen. Der rennt los, der ist so confident, der ist so selbstbewusst, der zieht so Fouls und geht, der ist einfach eine Waffe. Und dass du die im Holster lässt, ist einfach für mich nicht nachzuvollziehen, außer wenn es jetzt halt dann Verletzung ist. Aber Ola hat ihn auch schon für andere Sachen auf der Bank gelassen, so machen wir uns nichts vor. Und schlussendlich zu Kovnatski. Ich fand bei Kovnatski, das haben viele kritisiert, aber ich fand dieses Gift, das der mitgebracht hat, dieses Zetern und dieses Lamentieren, super. Der wollte. Mega, mega, hat mega gearbeitet, dafür, dass der so nach so einer Vorbereitung so nicht zum Zug gekommen ist, nie einwechselt wurde, 5 Minuten, was sind 5 Minuten für einen Fußballspieler, dass der nicht mal eine Halbzeit gekriegt hat oder sonst was. Natürlich ist das nicht einer, der sofort 10 Tore oder 12 Tore in seiner Erstligasaison macht oder sonst was. Aber der wühlt, der ackert, das ist ein Boxstürmer, das ist jemand, der irgendwie übers Arbeiten kommt, der Selbstvertrauen braucht und so weiter und so fort. Fand ich geil. Ich finde es auch geil, wenn jemand, der versucht, wühlt, so nicht umsonst finden Leute Bittencourt dafür geil, dass der halt das macht. Ich meine, der hat es komplett übertrieben die letzten Jahre, aber so, also das wäre meine Aufstellung und meine Einschätzung des Spielers. Also, ich muss mal kurz ich finde, ja, du hast recht, dass sein das gegen, gerade gegen Dortmund, was wir erwarten, wenn wir das Spiel so erwarten, also wenn das Spiel so kommt, wie wir es erwarten, dass wir halt eher mehr, also mehr am Verteidigen sind, als am Offensivspielen sind, dass es dort ein Jimmer spielen muss. Trotzdem muss ich zum Spiel jetzt sagen, fand ich ihn nicht besser als Duxch. Also er hat mehr Aktionen, sag ich mal, am Ball, weil er halt einfach der Spielertyp ist, der halt dann eher sich den Ball hinten abholt und vielleicht auch mal ins Dribbling und sowas geht, was Duxch jetzt nicht so häufig macht. Dennoch fand ich ihn nicht gut. Trotzdem gegen Dortmund. Christian, du machst dich wahnsinnig. Ne? Bei Jinma, das ist, du hast gerade eben am Anfang mal gesagt gehabt, ne? Bei Duxch, wenn man sich auch die letzten Stammtische anguckt und so weiter, gibt es immer Kritik zu Duxch. Ich habe keinen Stammtisch in den letzten Wochen einmal gesehen, wo du nicht einen Jinma kritisiert hast. Christian, kann das sein? Sag ehrlich. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Sag die Wahrheit. Du bist hier unter eins. Ich hatte zweimal Kritik geäußert. Ich hatte zweimal Kritik geäußert. Eine Wahl, wo ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber da wart ja, ich glaube, da wart ja nicht, da wart ja auch ähnliche Ansicht, wo in Jinma einfach eigensinnig halt versucht, nur irgendwie 3 Leute aussteigen zu lassen und dann abzuschießen, anstatt den Ball einfach quer zu legen. Das ist ja schon davor kritisiert. Nee. Doch, ich suche das heute Nacht raus bis 4 Uhr morgens und dann werde ich das schicken. Aber trotzdem, fandet ihr es mal ernsthaft, fandet ihr ihn gut gestern? Er ist eine Rakete, er ist eine Waffe, er ist eine Legende. Es ist egal, das ob er jetzt. Hey, es war egal, ob er gut war oder nicht. Alleine wegen seiner Geschwindigkeit muss er eigentlich spielen. Und Dortmunds Innenverteidiger, die sind nicht das wirklich ich ja auch. Schnell. Deshalb, ja. Muss er spielen, egal, ob er gut war oder nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend gegen Hoffenheim, aber alleine, wie er diese eine Chance sich erspielt hat, wo er den Gegner weggelaufen ist, das habe ich 60, 65 Minuten davor
gar nicht gesehen von irgendeinen von den Stürmern. Alleine das hat ihn schon besser gemacht. Wobei ich auch der Meinung bin, in der Szene hätte er schon abspielen können, wenn nicht sogar müssen. Aber wegen seiner Geschwindigkeit muss er von Beginn an einfach spielen. Ja, das, und nicht nur gegen Dortmund. Das habe ich ja, dass er gegen Dortmund spielen muss, habe ich ja auch gerade schon eindeutig, glaube ich, gesagt. Ne? Also das war ja auch. Nicht nur gegen Dortmund. Ich kann dich ganz nüchtern fragen. Weil ich halt erstmal aufs nächste Spiel gezogen habe. Ne? Chat, Stammtisch, ihr müsst euch alle bewusst machen, Chris ist ein Typ, der will die Welt brennen sehen. Ja? Das stimmt doch auch gar nicht. Der piekt den einen und sagt, ey, der hat was über dich gesagt und jetzt hier der andere. So, der trinkt so ein Dagegen-T-Shirt auch. Kennt ihr das? So ich finde das auch geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn Chris dabei ist. Ich habe immer was zu lachen. Ist göttlich. Aber jetzt mal die ganz konkrete Frage. Wenn du schon Duxch und Jinma in diesem Spiel gegenüberstellst, so, sind ja wirklich komplett andere Spielertypen so, aber die Tatsache, dass, wie meine Vorredner schon gerade meinen, einmal dieser Speed, so, das Speed, den hatte gar keiner vorher auf dem Feld. Also erste Aktion, Jinma wird einfach langgeschickt und läuft. Und für mich noch viel wichtiger, auch wenn unsere Standards wirklich nichts bringen, so, ne? Hoffenheim, eine Ecke, ein Tor, Werder, 200 Ecken und Duxch, also nichts gegen Duxch, aber er schießt nun mal den Freistoß und er legt den sich 30 Meter vors Tor und ballert drauf, okay, whatever. Aber die Tatsache, dass Jinma Fouls provozieren kann, ist so krass wichtig. Guck mal, Bülter kriegt eine gelb-rote so. So das gegen Jinma? Nein, natürlich nicht. Aber die Tatsache ist, dass wenn du Spieler gerade in der zweiten Hälfte durch Wegrennen ein taktisches Foul, wie er es ja auch gemacht hat an der Außenlinie, dass er ihn einfach festhält. Und übrigens hatte Schmied eine gleiche Situation in einem Angriff, wo er gehalten wird und weiterläuft, was ich prinzipiell gut finde. Aber er hat dann halt nicht diese gelbe Karte provoziert und auch nicht den Freistoß und danach ist die Aktion im Sande verlaufen und der Schiedsrichter hat es nicht mehr geahndet. Aber die Tatsache, dass wir jemanden haben, der abgehen kann wie eine Rakete, wo jemand ihn nur durch Foul oder Festhalten oder sonst was stoppen kann und vielleicht sogar rot provoziert, vielleicht Elfmeter provoziert, was auch immer, das macht Duxch definitiv nicht. Und das meine ich jetzt nur als Spielertyp und nicht Marvin Hate. Kann er ja gar nicht. Natürlich, ich sag ja, er soll spielen. Wo ich anderer Ansicht bin als du, ist tatsächlich mit Groß. Weil ich glaube, es macht keinen Unterschied mit seiner Schnelligkeit, ob er spielt gegen Dortmund oder nicht. Denn wir werden, glaube ich, nicht so viele Konter gegen Dortmund kassieren, weil wir einfach generell von Beginn an hin wahrscheinlich mehr hinten drin stehen, als vorne den Ball zu haben. Wobei ich die Idee mit Stay interessant finde. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert oder nicht. Aber ich fände sie so weit interessant, dass man sagt, man stellt wirklich vielleicht auf eine Viererkette um mit Stay, der halt in die Mitte reinrückt für eine Fünferkette. Weil halt Stay durch seinen Kampf und durch seinen Einsatzwillen halt wirklich ja viele Fehler, die er machen würde, weil er es halt nicht, also weil es nicht seine Position ist, wieder wettmachen könnte. Also, aber eben ganz kurz, ich habe zwar leider nichts dazu beigetragen, tut mir leid, aber ich muss mich jetzt auch schon wieder verabschieden. Bonny, schönen Abend noch. Bonny, war geil, deinen Namen. Ja, Bonny, ich fand, heute war richtig gut. Ja, heute war richtig stark, ne? Ja, heute war richtig gut, sag ich dir. Ja, also bei der IV-Geschichten-Thematik hier und auch erstmal bei Jinma, sage ich, der muss nicht nur allein spielen wegen seiner Geschwindigkeit und wegen diesem Foul provozieren. Das sind Mitgründe, aber auch, wir haben keinen Offensivspieler, der diese tiefen Läufe macht. Wir haben, klar, auch keinen, der dieses Tempo hat, aber es geht niemand in diese Richtung hin und auch, sag mir, ein Spieler, der sonst dieses 1 gegen 1 sucht, wie Justin Jinma. Keiner. Wir haben keinen. Und deswegen, wie sieht es denn mit Leon Opitz aus? Leon Opitz bin ich komplett danach bei dir. Leon Opitz würde ich unfassbar gerne sehen, aber der wird natürlich nicht direkt in die Startelf kommen. Ja. Aber den jetzt mal, sage ich mal, per Einwechslung oder so, gerade jetzt, wo der Mann zum Beispiel gesperrt ist, müssen wir auch mal ganz offen sagen, ne? Wäre das auf jeden Fall eine Idee, zum Beispiel, wenn man Agu auswechseln will oder Weise oder wie auch immer, einen Opitz auch zu bringen und den über die Schiene spielen zu lassen. Der hat nämlich ein super, super Profil, sowohl spielerisch als eben auch tempomäßig und sucht auch das 1 gegen 1. Deswegen, das würde mich auch sehr freuen. Aber ich sage jetzt mal von den Aktiven, die aktuell da sind, so gibt es halt keinen, der sonst ins 1 gegen 1 geht. Deswegen, Jinma ist sowieso für mich gesetzt, wenn er fit ist. Ne? Wenn er fit ist. Frage. Hallo, ich bin hier noch gar nicht fertig. Was ist denn hier los? Wirklich. Wie weit ist der? Weißt du das? Opitz ist fit. Genau, das habe ich auch gerade gefragt. Wie viele Minuten schafft er? Er ist fit. Also ich sag
Du könntest den auf jeden 90? Fall 20, 25 Minuten könntest du den reinbringen schon gegen Dortmund, sage ich mal. Für 90 sage ich nicht, weil da allein, das kennen wir alle, genau eben, wenn du mal komplett raus bist, du kannst nicht 90 Minuten auf Anhieb direkt spielen, aber 20, 25 Minuten gib dem und dann gib dem eine gute Trainingswoche und dann kann er auch schon mehr. Das geht ja relativ schnell, gerade wenn du halt schon mal auf so einem Niveau warst. Ja, aber jetzt / IV-Position sehe ich fast genauso, nur würde ich tatsächlich mit Linien diesen Part spielen. Warum? Senne lässt sich auch im Game die ganze Zeit eigentlich direkt vor Grosso fallen. Also wenn man mal so guckt hat, wo sein Positionsspiel ist, der ist die ganze Zeit da zentral. Das heißt, spielst du nominell mit einer Viererkette und einem abkappenden Sechser, das heißt Linien, der sich dann fallen lässt, kannst du trotzdem im Dreieraufbau ganz normal starten oder ganz normal das Ganze handhaben, wie immer. Hast mit Senne auch noch den Spieler im Zentrum, der sowieso die Bälle am besten verteilen kann von allen, das ist ja sowieso klar. Und zeitgleich beraubst du Stay nicht seiner Stärke, dieses extrem viel Laufen und Arbeiten für die Mannschaft. Weil ziehst du den in die IV, der hat einen Drang, immer wieder vorzuschieben, vorzubrechen und auch dieses Arbeitergehen, sage ich mal. Er rennt da, er ist hier, er geht da in Zweikampf. Das hast du in der zentralen IV nicht. Da musst du vor allen Dingen auch deine linken und rechten Innenverteidigerkollegen ranziehen, stellen. Im Idealfall hast du da ein Positionsspiel mit einer 1+. Das sehe ich alles bei Stan nicht in der IV. Deswegen würde ich den eher lieber auf seine 8 lassen. Senne ist da viel klüger, also einfach der klügere Spieler, der sich dann fallen lassen kann auf diese IV-Position. Und Skelly rein. Mit Stay zusammen würde ich sehr gerne diese Doppel-6 sehen und dann hast du trotzdem noch Romano als freien Spieler davor, hast aber mit Skelly gleichzeitig einen Spieler, der vielleicht ein Stück weit offensiv mehr machen kann, defensiv, aber auch präsent ist und du hast einen Spieler mehr, der zum Beispiel einen Niklas Füllkrug im Kopfballduell auch wirklich vor Probleme stellen kann, weil das wird auf jeden Fall auch eine Waffe sein. Vor allen Dingen, wenn ihr, ich weiß nicht, inwieweit ihr Dortmund jetzt so verfolgt habt, auch in der Rückrunde, die rein spielerisch überzeugen, die mich übrigens in fast gar keinem Spiel, aber die haben vor allen Dingen eine Waffe und das ist dieser Marzen, der schlägt Flanken, das ist von einer anderen Welt. Wenn du da manchmal seinen Fuß siehst, das ist sowas, das würde ich mir auch sehr, sehr gerne wünschen. Auch so diese halbvertikalen Bälle. Das ist schon sehr, sehr genial. Und wenn du dann mit Füllkrug als Zielspieler vorne drin jemanden hast, der dann auch noch ablegen kann, dann hast du noch zwei Schnelle über außen, die nachrücken. Übrigens da auch unter anderem Malen in der Bombenform. Das wird auch brutal schwer zu verteidigen. Müssen wir mal schauen, wie das geht. Ne? Und deswegen Kopfballpräsenz und Körperlichkeit im Defensivverbund kann auf jeden Fall nicht schaden. Und das würde ich mir sehr gerne wünschen. Ich denke aber, dass wir all das, was wir gerade gesagt haben, nicht sehen werden. Die einzige Änderung, die wir sehen werden, wird sein, wollte mal draußen, Jim mal rein. Und so werden wir spielen, denke ich. Habe ich das gerade falsch bekommen oder ist das nicht das erste Spiel von Dux gegen Bremen? Ich glaube, beim letzten Spiel war er irgendwie verletzt oder gesperrt oder sowas. Ne? Von Völkow meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht, ob er im Hinspiel dabei war. Ich glaube, in der Hinrunde war er, glaube ich, irgendwie angeschlagen. Sonst irgendwas war da, glaube ich, oder? Oder vertue ich mich da gerade komplett? Nee, der hat gespielt gegen uns. Er war nur unauffällig. Ja. Okay, fast dasselbe. Aber es ist das erste Spiel im Weserstadion von ihm. Ja. Okay. Ja, interessant, weil Christian Benagen ein Problem. Ist ja klar, wer gegen uns trifft. Die Abwehr geändert wird. Weil Veljkovic ist doch wieder da. Der trainiert doch schon wieder seit Dienstag mit der Mannschaft. Ja, ist die Frage, ob er dann halt, also 90 Minuten, ob man dem das zutrauen würde, aber er könnte kategorisch, also er wird zumindest mal auf der Bank sein. Kann auch sein, dass er für Grosso reinkommt. Für Malatini glaube ich nicht, dass er das macht, aber würde ich auch nicht verstehen, sage ich ehrlich, dann eher für Grosso. Aber gerade der Punkt, Dino, du hast gerade was gesagt, was hast du gerade gesagt, Dino? Sag nochmal. Achso, ja. Mhm. Ja. Ja, finde ich auch. Ist gut. Ja. Ich schnibbel gerade Petersilie. Sekunde, ich muss wieder rennen. Ja, yeah, Dino hier. Yeah. Da gibt es gefüllte Pilze, Junge. Was los? Nein. Nice. Oh Gott, da. Pilze. Ich hab gesagt, ist vom Feinsten, sage ich euch. Ich habe gesagt, ist ja klar, wer gegen uns trifft. Ne? Die Ex-Werder-Spieler. Ja, so. Und der größte Werder-Fan, der immer gegen uns trifft, keine Ahnung, Brandt, was sie dem getan haben, ne? Aber Jule Brandt, Digga, er guckt sogar die Werder-Spiele. Das ist so traurig, ne? Er guckt die Werder-Spiele. Dieser Arsch, du. Ey, das ist unglaublich. Ein YouTuber-Kumpel von mir ist ja sogar mit dem befreundet. Das kannst du dir keinem erzählen. Und der trifft jedes Mal gegen uns und jubelt auch noch. Ach, das ist auch echt, also ich sehe ihn jetzt schon wieder vor mir, blind. Das ist also wirklich Wahnsinn. Aber dafür sagt er auch mega geil in so
Wer ist dein Lieblingsfußballspieler aller Zeiten? Diego. Diego, ja. Aber was kannst du sagen? Besser Mann, ey. Ja, ich erinnere mich gerade, das war das Spiel, wo Kovnatski von Beginn an gespielt hat. Oh Gott. Ja. Der wird schön. Aber nicht jetzt für. Nein. Aber ich glaube ja, dass wir gegen Dortmund vielleicht eine kleine Überraschung sehen könnten, weil Dortmund hat einen Punkt mehr geholt als wir in der Rückrunde jetzt. Die überzeugen fußballerisch aber überhaupt nicht. Ergebnistechnisch sind die ganz gut drauf. Müssen aber unter der Woche auch ran. Champions League. Das kann sehr, sehr spannend für uns werden, ob das ein Vorteil ist. Dortmund spielt danach die Woche Champions League, ne? Wer weiß gerade im Kopf? Guck mal. Ich kann es gerade nachgucken. Eindhoven, Rückspiel. Ja, guck du mal gerade nach. Auf jeden Fall haben die jetzt zeitnahe Doppelbelastung. Ja, geht danach, also an dem 13.3. spielen die gegen. Genau, Eindhoven. Die Samstag gegen uns und dann gegen Eindhoven, ne? Genau. Ja, aber Samstag Topspiel gegen uns erstmal. Aber ja. Muss man, du sagst gerade, die sind ergebnistechnisch ganz gut, aber fußballerisch ist es auch gerade bei denen nicht so gut. Also ich will ja nicht sagen, aber wollen sie denn fußballerisch auch nicht so gut aus? Nein, ich sage ja nicht, dass bei uns fußballerisch gut ist. Ich meine nur, also jetzt als Beispiel, wenn wir jetzt gegen Stuttgart spielen würden, hätte ich mehr Angst gerade als gegen Dortmund. So kann man es, glaube ich, ganz gut. Ja, okay, das kategorisieren. Ja, aber wäre für euch ein Unentschieden eine Überraschung oder sowas? Ich weiß nicht. Zu Hause gegen Dortmund unentschieden, jetzt vor dem Spieltag, unabhängig von der Tabelle, würde ich nehmen, ja. Also wenn man sich tabellarisch anguckt, sind wir halt Vierter gegen Achter. Das ist ein Unentschieden, ist jetzt nicht ungewöhnlich, ne? Also wäre jetzt keine Überraschung dann, aber... Ach, jetzt sind wir auf einmal Achter, Christian, ist ja interessant. Genau. Siehst du ja kein Europa oder was? Christian, ist okay. Ich habe doch am Anfang, wo du weg warst, gesagt, dass natürlich. Wir auch davon träumen können. Aber ich finde Unentschieden wäre nicht überraschend, aber es wäre auf jeden Fall gut. Also es wäre nicht schlecht für uns, es wäre sehr gut, ja. Ich sag mal so, wir tun uns ja normalerweise gegen stärkere Gegner ein bisschen besser. Richtig, ne? Also, ja. Wenn sie da vielleicht motivierter sind oder weil es mehr liegt, weniger Ballbesitz zu haben. Aber ich meine, gleichzeitig weiß natürlich auch Dortmund mittlerweile, dass Ginmar eine Waffe ist und so weiter und so fort. Der wird richtig heiß sein gegen Dortmund. Also wenn die das nicht wussten beim letzten Mal, dann weiß ich auch nicht. Der hat bei denen gespielt, ein Jahr lang. Also. Ja, aber der anderthalb Jahre sogar, oder? Er hat unter Werner ja nicht diese Zeit gekriegt und hat sich jetzt halt auch nicht dann sozusagen bewiesen, dass er wirklich ein gemachter Bundesligaspieler muss. Also nochmal, wenn Ginmar anfängt auch noch abzuspielen und Übersicht zu kreieren, der hat jetzt schon, am Anfang konnte er schnell rennen und einen guten Abschluss. Jetzt fängt er schon an, Leute auszutanzen. Wenn er jetzt noch den Mitspieler sieht, Alter, dann ist er 30 Millionen Marktwert nah, ne? Also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesprochen. Aber nee, aber sowas ist gefragt. So, ja. Und das ist für mich ganz klar unser Number One Mehrwertspieler und dann kommt erst Linnen. Man darf auch nicht vergessen, Jim hat 7 Scorer ohne irgendeinen Standard oder sonst was. Ne? Das ist schon in seiner ersten Bundesliga-Saison. Das ist seine erste richtige Bundesliga-Saison. Er hatte einen Einsatz ja bei Dortmund gehabt gegen RB Leipzig, aber seine erste richtige Bundesliga-Saison. 7 Scorer in der Laufenden und davon die Hälfte der Spiele nur als Sub gekommen. Da hat er schon einiges drauf. Übrigens, hier bei der Situation, wo man dachte, er könnte da vielleicht rüberspielen, ich habe das schon im Livestream gesagt, ich glaube nicht, dass er rüberspielen konnte. Aus diesem Tempo heraus kannst du den Ball niemals darüber legen. Da sind 3 Mann um den rum. Müsst ihr mal gucken, seitlich. Wie soll er den denn da hinkriegen? Also er könnte es versuchen, aber... Ich hoffe, das stimmt, weil das wäre dann eine super Ausrede, dass er es nicht gemacht hat, weil viele auch direkt im Chat natürlich geschrieben haben, so, oh, Ego-mäßig, mach doch den Kopf hoch und so weiter und so fort. Aber nochmal, auch zu Ginmar, der Typ ist nicht nur auf dem Platz ein Lichtblick, der ist auch vom Charakter her mega nice. So, wenn du den sprechen hörst, wenn du den Interview führen hörst, der ist ein super korrekter Typ so. Und das wissen wir seit Füllkrug, ist halt auch nicht häufig. Und das macht halt auch extrem viel aus, sei es Identifikation und so weiter und so fort. Keine Star-Allüren, muss nicht mit einem Jaguar oder einem Ferrari oder einem Urus vorfahren und so. Ja, aber das ist nicht. Nein, sorry, das war nicht deswegen gelacht, weil Leon hat gerade im Chat gefragt, hat Dortmund irgendwelche Ex-Prümer, die gegen uns treffen können. Aber der Punkt, den Dino anspricht, das unterschreibe ich. Dino, das unterschreibe ich. Ich achte ja mal ein bisschen immer auf Social Media und wie die Jungs untereinander sich, wie die kommunizieren auch. Und das Erste, was Ginmar gemacht hatte, jetzt, wenn man mal reinschaut bei ihm in der Story, ist, das Bild von ihm, wie er mit Alvero den Anschlusstreffer feiert und darunter auf Französisch dann in seiner Landessprache dann direkt super gemacht, mon frère, also mein Bruder.
Fand ich klasse. Ja, also das sind, glaube ich, so Dinge, die verbinden einfach das Team und jemand, der so jung ist und dann schon so eine korrekte Einstellung. Ich sage ja, der Charakter unserer Mannschaft ist wirklich gut, neue Spieler einzubinden, wie ein Malatini auch oder ein Alvero. Es sind halt nur manche, die eben manchmal so ein bisschen die Ego-Tour fahren und Querschlag. Aber an sich, das Gros der Mannschaft ist wirklich einfach sauber. Es sind ehrliche Arbeiter, korrekte Jungs, egal ob die jetzt 23, 24, 25 sind, die verstehen sich. Aber eine Sache wollte ich Nico noch fragen, ist das verbrieft mit der Maximalgeschwindigkeit von Senne Linden mit 34,4 knapp, ja, ja. Oder was das war? Ja, ja, der ist 34 so. Sowieso gelaufen. So, das war der eine Sprint, wo der da zurückgerannt ist. Genau. Da, kurz vor Ende so. Da, ja. Da ist der so, und dann hieß sowieso. Es in der Hinrunde noch, es fehlt an Intensität und Dynamik. Und jetzt rennt der 34,4. Malatini hatte, glaube ich, in dem Spiel gegen Bayer einen Sprint mit 34,2. Ich finde, das sollte man auch mal herausstellen, auch als Trainer in der Öffentlichkeit, dass wir aus einer undynamischen Truppe, die in der Hinrunde noch gegen Dortmund ein Dynamikdefizit ganz offensichtlich hatte. Das lag nicht nur an Kovnatski vorne mit seinem Sprinter, aber auch allgemein, da hieß es, uns fehlt Geschwindigkeit, sagte Ole Werner auch. Und jetzt haben wir trotz der Ausfälle Leute wie Senne mit 34,4 und Malatini mit 34,2, das kann man dann auch mal betonen, einfach um sich selber stark zu reden, damit man keine Angst haben muss, von Malen, Adeyemi oder wem auch immer überlaufen zu werden in dem Moment, ne? Die laufen halt 36, das Frage. Ist das Problem. Ja, hat denn nicht eben jemand von euch noch gesagt, wir tun uns gegen die größeren Gegner, sind wir etwas stärker? Heißt das da schon, Sieg gegen Leverkusen, ist schon Sieg gegen ersten Niederlage von Leverkusen? Siehste, ich wusste, jetzt kommt irgendeine Scheiße, deswegen, das war ja schon klar. Leverkusen soll bitte Meister werden, unangefochten, den gebe ich auch gerne die Punkte. So. Ja, habe ich auch gar nichts, also gar nichts gegen. Hauptsache jemand anders mal, ich meine, die Bayern werden jetzt nichts mehr machen, so, die sind ja komplett sich am Zerbröseln, so, was ja auch wirklich herrlich ist, einer der Lichtblicke dieser Saison. Aber muss man sagen, ist diese Bayern-Selbstdemontage. Das ist wirklich, da kann ich mir jedes Mal wirklich die Finger lecken. Das ist herrlich. Ich habe eine Frage. Weiß irgendjemand von euch, was der Jubel von Skelly war, heißt oder sonst irgendwas? Das hatten die schon irgendwie gepostet. Das war irgendwas, das haben die auch beim Afrika-Cup hat das irgendeine Mannschaft gemacht. Ich weiß nicht mehr welche. Mhm. Da ging es darum, ich glaube, gegen Diskriminierung und sowas. Oder? Okay, Mund zu halten und Kopfschuss wirkte für mich irgendwie wie eine Geiselsituation, fand ich irgendwie ein bisschen sehr martialisch, aber ja gut. Das, ich muss auch noch einen Satz sagen zu Jinma, auch zu dir, Dino, nochmal. Ich glaube, wir lieben Jinma auch so sehr, wie die Fans auch, weil der so viel Impact auf dem Spiel hat. Also egal, was der macht, da passiert was. Der zwingt einen Gegner zum Bewegen, der zwingt einen Gegner zum Foul, der zwingt einem Gegner. Und um mal einen Duckstein nebenzustellen, als Vergleich so. Ne? Das ist nur so als Vergleich. Das ist so, der zwingt den Gegner zu gar nichts. Im Gegenteil, der erwartet und dann hofft man, dass so eine Aktion kommt und da passiert nichts im Spiel. Und ein Jim mal dagegen, das ist so, also nicht nur die Schnelligkeit, sondern auch wie er das auf dem Feld macht, er zwingt den Gegner einfach zum Handeln so, zum Bewegen auch. Und das alleine ist schon so viel wert für uns auf dem Feld auch. Das gibt uns so viel, der ganzen Mannschaft auch. Das glaube ich auch das, was man so sehr an ihm mag, ne, an dem jungen Mann. Das ist so, weiß ich nicht. Darf ich aus letzten 9 Minuten? Lass mich kurz darauf antworten direkt. Aus Fußballherzsicht oder generell für Fans weltweit ist es natürlich viel mehr nachzuvollziehen, weil du viel mehr siehst. Ja? Ich will jetzt gar nicht in Marvin schlecht reden, der hat auch schon die geisteskrankesten Traumtore gelegt von der Strafraumkante, aber das kommt extrem unerwartet. Das kommt Ablage Füllkrug und er nagelt den rein. Und dann macht einen Moment wieder, ja. Aber du hast nicht diese Vorbereitung. Und wenn die Rakete abgeht und aufs Tor läuft, wie gegen Neuer, Alter, da ist uns doch allen der Schlüppi feucht geworden. So, der rennt auf Neuer zu und snipet ihn unten in die Ecke und du hast gefühlt 20 Sekunden Zeit schon, deine Pumpe geht, das Blut in jedes Kapillargefäß und dann der tosende Jubel. Ey, das ist Fußballfan-Dasein so in Reihen. Ja. Darf ich nur kurz darauf aufmerksam machen? Wir haben jetzt irgendwie noch 9 Minuten, bis der Nico auf jeden Fall zum anderen Tor muss. Wir haben gar nicht angesprochen. Christian Groß, beendet Karriere. Ja. Da hat aber auch jeder, glaube ich, Respekt vor dem, was er für einen Weg nochmal gemacht hat bei Werder. Stört mich ehrlich gesagt aber gar nicht, dass er jetzt mit 35 abtritt. Ist jetzt für mich nicht der Marc van Bommel. Ist natürlich die absolut crazy Cinderella-Story von der U23. Aber wenn wir uns nochmal dann wirklich, ne, also das sind die ganzen Schlagworte und ist ein super feiner Kerl, mega lieb, Grosso, hast du nicht gesehen.
Aber die Tatsache ist, er kam in einer desaströsen Kofeld-Ära, wurde er hochgespült als Notnagel, hat dann geliefert, ich gönne dem das so krass von Herzen, aber ich meine, er bleibt für mich eher Legende, weil er sich eine Gelb-Rote holt, indem er einen Torhüter an der Torhüter umdenzt, als dass er jetzt bei uns, sag ich mal, der Fels in der Brandung macht. Hallo, das Tor gegen Leipzig? Jo, was ja, ich abgefälscht. aber eine Fackel. Der Highlight des Spiels war für mich eben das Tor von uns. Wie Alvero das gemacht hat mit der Hacke, ne, da habe ich hier gleich gedacht, oh, sowas habe ich seit Pizarro-Zeiten nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt gerade schon mal zwei, drei Sachen eingestellt, meine Freunde. Wir gehen jetzt gleich in den nächsten Talk rein. Ich beende schon mal den Stammtisch. Danke euch alle, dass ihr wieder teilgenommen habt. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder, ja? Okay. Ja, okay. Schöne Woche, Jungs. Schöne Woche euch. Tschüss. Tschüss. So, Grünwald Schnackt ist schon übrigens im Wartebereich. Das heißt, wir gehen jetzt gleich direkt zum zweiten Stream über. Ihr müsst gar nichts machen, außer im Chat bleiben. Das schon mal so vorweg. Also ihr müsst einfach nur im Chat bleiben. Dann gehen wir rüber oder dann seid ihr automatisch gleich drüben im zweiten Talk. Denn der findet ja jetzt mit Grünwald Schnackt statt. Den kennt ihr vielleicht auch schon, gab es schon lange auch vor mir. Werder-YouTuber, langjähriger Generation, sage ich mal. Ich glaube, 10 Jahre macht. Kann er ja gleich sich mal vorstellen. Und Benny Grund, der unter der Woche den Talk mit Ole Werner geführt hatte, ist auch bei uns zu Gast. Beruflicher Fußballanalyst und auch bei AdBroski mittlerweile auch angestellt, meine ich. Genau, und einen Werder-Fan, den lieben Anton, den kennt ihr auch schon, der war nämlich auch schon mal in einem Vierer-Talk dabei, ist ein super Gesprächspartner und ich hätte eigentlich Person 3, war eigentlich, ohne jetzt zu viel euch zu sagen oder, weißt du, Person 3 war eigentlich ein Ex-Fußballer, hat leider nicht geklappt, aber nur für heute nicht geklappt, der ist dann beim nächsten Mal vielleicht dabei, ne, so, also genau, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Genau, es ist aber ja gar nicht schlimm. Wir werden eine coole Runde haben, haben geile Themen mit drin. Sprechen natürlich auch unter anderem über das Navigator-Thema, Umbruch Europa, bla bla bla. Das Ganze, was jetzt momentan war. Genau, ihr seht schon, Benny ist auch jetzt im Wartebereich. Gleich geht's dann los. Ich tue mal Gerhard, weil er nicht rausgegangen ist, tue ich den mal hier gerade irgendwo Talk 1 rüberschieben. So, Anton ist auch da, also alle sind schon da. Das heißt, wir gehen nur rüber. Und ich will euch nur eine Sache kurz erklären. Ich wurde ja letzte Woche erst operiert, deswegen tue ich immer wieder mein Bein ausrichten, weil ich praktisch auf der Operationsstelle sitze, also auf der Naht sitze. Ist natürlich sehr, sehr kacke und unangenehm. Und leider gehen meine Leisten ziehen nicht weg und ist im Sitzen irgendwie schlechter. Muss ich morgen mal dann zum Arzt nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist so Richtung Becken eher, also nicht Richtung drinne, so, Intimbereich sowas, sondern raus, Richtung Becken. Da habe ich ein Ziehen. Hab gerade eben auch schon mal geguckt. Man dachte ja am Anfang, dass es vielleicht mit dem Knubbel zusammenhängt oder so, aber ich habe immer noch dieses Ziehen. Morgen vielleicht mal zum Arzt. Vielleicht hatte das auch schon mal jemand von euch. Könnt ihr mir gerne Tipps geben, falls ihr sowas hattet. Ich zeige euch gerade gleich mal kurz hier ein Bild eingeblendet. Pass auf. Seht ihr hier? Guck mal, hier oben, ich weiß nicht, ob ihr die Maus erkennt, aber hier habe ich das Ziehen. Also nicht hier drinne, ne, sondern hier. So, da habe ich das Ziehen, an dieser Stelle hier. Keine Ahnung, was das ist. Ja, vielleicht hat es ja irgendjemand auch schon mal gehabt. Könnt ihr gerne mal mir reinschreiben. Es ist auf keinen Fall Richtung innen. Kommt vom Rücken. Das wäre ja sehr spannend, wenn das vom Rücken kommt. Das wäre tatsächlich sogar eine ganz interessante Lösung, weil das wäre sehr interessant. Ja, ich würde nämlich morgen sonst mal zum Arzt gehen. Ich habe das aber jetzt schon seit knapp 2 Wochen. Am Wochenende war es besser, jetzt ist wieder ein bisschen schlechter. Falls ihr da eine Idee habt oder mir helfen könnt oder sonst was, Erfahrung mit habt, schreibt es mir direkt bei Insta in die DMs rein. Heute für mich, der Stream ist dadurch extrem schmerzhaft, extrem die ganze Zeit. Ich drehe mich hier 7 Mal um, aber es ist einfach nur richtig kacke.
Aber wir kriegen das alles hin. Ich mache das ja sehr gerne und liebe es ja auch, über Werder zu quatschen. Nur heute ist für mich sehr unangenehm. Überhaupt nicht wegen euch, ihr seid die Allerbesten, sondern einfach wegen dieser Stelle. Jetzt gehen wir zu diesem anderen Talk rüber. Das heißt, ich werde jetzt einmal diesen Stream sozusagen ja schließen, offline nehmen. Und dann sind wir automatisch gleich in dem anderen Stream weiter. Das heißt, im Idealfall bleibt ihr einfach hier drinne und seid automatisch in dem anderen Stream. Und dann tut mir bitte einen Gefallen, alle, sofort einen Daumen nach oben da lassen, damit wir direkt über 200 Likes kommen. Also erstmal direkt die 100 Likes knacken, dann hochgehen, damit der Stream gut gelistet wird, so dass man kann den auch dann safe im Nachgang gucken, ne? So, also, ganz liebe Grüße geht raus. Knutscher, wir sehen uns jetzt in dem anderen Stream. Bis gleich.